willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Haben Sie zu Hause auch schon mal erlebt, danke, dass Menschen an Ihnen zweifeln, Ihnen etwas nicht zutrauen? Es ist dann gar nicht so einfach, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren und seinen Weg auch weiterzugehen. Vom Glauben an sich selbst, das ist auch unser Thema heute im Nachtcafé. Und wir begrüßen dazu sehr herzlich den Kabarettisten Jens Neutag bei uns. Hallo. Sie wuchsen in einer Welt voll strenger Regeln auf, denn Ihre Eltern sind Anhänger einer christlich-fundamentalen Freikirche und überzeugt, dass ein tadelloses Leben zur Rettung durch den Heiland führt. Doch je älter Sie wurden, desto mehr hinterfragten Sie diese Welt und lösten sich schließlich. Wie schwer es Ihnen gefallen ist, Ihren eigenen Weg zu gehen und welche Auswirkungen das auf Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie hatte, davon berichtet Jens Neutag. Nochmal herzlich willkommen. Sie hingegen, Marlies Bernreuther, konnten gerade dank Ihrer Familie Ihren Weg gehen. Schon als Kind wollten Sie die traditionsreiche Familienbrauerei übernehmen. Aber dieser Plan geriet schnell ins Wanken, als Sie mit nur 14 Jahren schwanger wurden. Doch Sie haben sich nicht beirren lassen, schafften Berufsoberschule und Abendstudium und wurden die jüngste Brauereichefin Deutschlands. Herzlich willkommen, Marlies Bernreuther. Einen Rückhalt hatten Sie lange Zeit nicht, Kevin Franzek, denn Sie sind in armen Verhältnissen mit einer alleinerziehenden und alkoholkranken Mutter aufgewachsen, für die Sie bereits als kleines Kind Verantwortung übernehmen mussten. Schon im Alter von 9 Jahren wussten Sie daher, ich möchte niemals so enden wie meine Mutter. Ein Antrieb, der Sie bis heute auf Ihrem beeindruckenden Weg prägt. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte, Kevin Franzek. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Auch Sie, Angelika Zohlen, hatten Ambitionen. Mit Ende 20 haben Sie ein Studium begonnen und mit Doktortitel abgeschlossen. Doch nach einer Scheidung konnten Sie als alleinerziehende Mutter mit zunehmendem Alter nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, sodass Sie heute seit über 10 Jahren arbeitslos sind. Was diese Erfahrung mit Ihrem Glauben an sich selbst macht, das erzählt uns Angelika Zohlen. Herzlich willkommen. Jahrzehntelang fiel es Ihnen, Michel Fournasier, schwer, voll zu sich selbst zu stehen. Denn Sie wurden ohne rechte Hand geboren und empfanden dies lange als Handicap, für das Sie sich geschämt haben. Doch vor wenigen Jahren haben Sie sich geoutet und seither gelernt, Ihre vermeintliche Schwäche als Stärke zu erkennen. Warum Sie damit vor allem Kindern Mut machen und wie Sie so sogar zum Superhelden geworden sind, darauf sind wir gespannt. Herzlich willkommen, Michel Fournasier. Und wir begrüßen den Psychotherapeuten Matthias Jung in unserer Runde. Sie sagen, trotz widrigster Umstände ist es den Menschen meistens möglich, sich auf ihre Stärken anstatt auf ihre Defizite zu besinnen. Was braucht es, um trotz Widerständen und Rückschlägen an sich selbst zu glauben und den eigenen Weg unbeirrt zu verfolgen? Antworten dazu von Dr. Matthias Jung. Herzlich willkommen. Herr Jung, wir reden heute über den Glauben an uns selbst. Ja. Nun sind Sie heute, wie schon so oft, unser Experte. Ja. Aber hatten Sie persönlich auch mal Phasen in Ihrem Leben, in denen Sie kein Selbstwertgefühl, kein Selbstbewusstsein hatten? Unbedingt. Ich wäre kein Gestalttherapeut geworden, wenn ich nicht das eigene innere Elend erlebt hätte. Ich habe einen sehr derben Spruch. Ich bitte alle, die mir zu entschuldigen. Ich finde, die alchemistische Kunst des Lebens besteht darin, aus der Scheiße Gold zu machen. Also wirklich, wo man sagt, das war schlimm. Einmal bin ich beim Abitur durchgeflogen, das war Scham, das war Schande. Und ich habe das auch lange Zeit verheimlicht, bis ich gefunden habe, so ein Wahnsinn, heute stehe ich dazu. Und dann sagen mir die Leute plötzlich, ich bin beim Staatsexamen durchgeflogen, ich habe die Führerscheinprüfung nicht geschafft. Und das Zweite war, mit 35 Jahren war ich ein Minderwertigkeitskomplex auf zwei Beinen.
Ich hatte das Gefühl, ich bin kein richtiger Mann. Ich bin vollkommen handwerklich ungeschickt. Meine Frau dübelt, ich halte die Wand fest. Und ich bin auch absolut unsportlich. Und da bin ich in eine Gruppentherapie gegangen. Das war das Beste, was ich überhaupt je tun konnte. Und so etwa nach 2 Jahren ist diese Beklemmung von mir gefallen. Und ich habe für mich einen neuen Einstellsatz entwickelt. Der ist ganz einfach, den habe ich heute noch. Ich kann andere Sachen. Die sind weder besser noch schlechter. Das hat mir geholfen. Das war ein wichtiger Punkt. Ja. Herr Neukert, wir reden heute vom Glauben an uns selbst, im Sinne von Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und nicht im Sinne von Glauben an Religion. Trotzdem haben beide Themen bei Ihnen etwas miteinander zu tun. Ihre Eltern sind groß geworden schon in einer christlich-fundamentalen Freikirche. Was war das für eine Gemeinschaft? Wie würden Sie die selbst beschreiben? Das war eine Glaubensgemeinschaft, relativ klein, wie das so typisch ist. Wenn je fundamentalistischer das wird, desto kleiner wird es dann. Hat mit der Amtskirche gar nichts zu tun, nennt sich frei, aber unter der Decke ist es eher das Gegenteil. Und der Untertitel ist urchristlichen Glaubens. Also ich habe immer gesagt, das Neue Testament war zu fortschrittlich. Nach welchen Regeln haben Sie denn da gelebt? Wie sind Sie da als Kind aufgewachsen? Erzählen Sie mal. Also ich muss sagen, in der Frühphase fällt das ja gar nicht so auf. Das ist ein sehr behütetes Leben. Familie hat einen ganz, ganz großen Stellenwert. Deshalb ist es der Lebensmittelpunkt. Das ist wichtig und das ist, glaube ich, auch eine gute Erfahrung, die man macht. Aber es ist halt sehr dogmatisch. Es gibt eine Vorstellung davon, wie der Mensch zu sein hat, was er zu leben hat. Die ersten Jahre, da kriegt man das natürlich nicht mit. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal mitbekommen, als ich in der Grundschule nicht zur Karnevalsfeier gehen durfte. Also feiern gehörte zum Beispiel nicht dazu. Feiern ist, das ist Sünde letztlich. So. Und dann wurde ich da quasi abgemeldet. Und dann kriegt man so ein Missverhältnis, das kriegt man ja erstmal so nur gefühlt mit. Also alle anderen machen das. Und dann heißt es, dieser Satz, wir machen das nicht. Und das geht dann, sag ich mal, bis in die Pubertät halt so weiter. Fernsehen gehörte auch nicht dazu. Warum kein Fernsehen? Ich glaube, es steht in der Offenbarung, sie werden sich ein sprechendes Bild schaffen, das sie anbeten und. Und das war der Fernseher und deshalb war der nicht aus pädagogischen, sondern wirklich aus religiösen, inhaltlichen Gründen einfach nicht da. Sie waren ja auch nicht im Kindergarten. Wie war das denn? Sie haben es gerade angedeutet, als Sie auf einmal mitgekriegt haben, aha, andere Kinder leben aber nach anderen Regeln. Das fängt dann in der Grundschule an. Also das ist mit 4, 5, 6 merkt man das vielleicht gar nicht so, aber in der Grundschule geht es dann los. Und dann ist es natürlich so, je größer man wird, desto größer geht natürlich die innere Spanne los. Man will natürlich das machen, was die Eltern von einem erwarten. Das ist völlig normal. Man will ja auch Zuspruch und Zuneigung und so weiter. Aber man will natürlich auch seiner Gruppe, dem man zugehört, und das ist dann die Grundschulgruppe und wer auch immer, auch da möchte man ja zugehören. Man möchte ja sich nicht entscheiden wollen. Gerade nicht mit 8 oder mit 6, mit 7. Und das wird irgendwann dann, merkt man, ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass man sich entscheiden muss. Wie war das denn zum Beispiel, viele Jungs, auch Mädchen, wollen ja Fußball spielen. Sie sollten auch nicht Fußball spielen. Warum eigentlich nicht? Es war klar, das ist die Welt, das ist das Weltliche. Das Weltliche gehört, das ist nicht das, was wir leben. Und da gab es Erfahrungen aus der Familie. Dann hieß es immer, wenn man da einmal ist, dann wird Bier getrunken. Und das ist dann der Anfang der Hölle, so jetzt etwas übertrieben ausgedrückt. Und natürlich war für mich als Junge war Fußball alles. Ich habe den ganzen Tag gekickt. Ich war nur draußen, habe gespielt. Und es hieß aber immer, dass also Verein geht nicht. Und dann war ich aus Versehen mal mit meinem Schulfreund, der hat gespielt und dann waren die zu wenig. Und dann hat der Trainer gesagt, spiel doch mit, wir brauchen welche. Und dann war ich zum ersten Mal beim Fußballtraining und dann kam der nachher und hat gesagt, dich brauche ich. Was man sich ja wünscht, ja. So ein Satz. Ja, ja. Das war mein Karl-Heinz Rummenigge erlebt. Ja, genau. So, das war dich so, brauche ich. Genau, dich brauche ich. Und dann habe ich natürlich gedacht, das ist jetzt der Moment, hier könnte es losgehen. Dann habe ich noch gedacht, das ist ja der Trainer. Ja. Das bin ja nicht ich, der hat ja vielleicht eine ganz andere Wirkungsmacht. Ja. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, das wird nicht gehen, das wollen meine Eltern nicht. Und dann hat er gesagt, das kläre ich, da klingel ich. Und dann habe ich gedacht, okay, da hatte ich so 2 Tage Hoffnung. Und dann hat er geklingelt und dann haben sie ihm genau das Gleiche erzählt und dann
war die Sache erledigt. Und ich war, das war gerade, glaube ich, an den ich mich erinnern kann, das war so 5., 6. Klasse rum. Das war, glaube ich, mein größter Enttäuschungsmoment, an den ich mich so erinnern kann. Weil das war für mich in dem Moment alles. Und ich habe nicht verstanden, warum das nicht geht. Das Leben geht dann weiter. Irgendwann kamen Sie dann in die Pubertät. Da kommen dann andere Themen. Irgendwann kam bei Ihnen dann auch das Interesse an den Mädchen auf. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Naja, das, ich war ja dann, also wenn man so groß wird, dann ist man ja vor allen Dingen auch ein Spätentwickler. Mhm. Man ist der Sache nie voraus, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann kommt es natürlich. Das ist noch die, das war die Phase des Wandtelefons. Das kennt man, das kennen ja junge Leute gar nicht mehr. Man konnte das Telefon ja nicht mitnehmen und telefonieren. Und dann war irgendwann klar, da rufen jetzt welche Mädels aus der Schule an und das war dann dreimal in einer Woche. Also es war sehr auffällig. Und es ging nicht nur ums Referat. Und es ging nicht ums Referat, es ging um ganz persönliche Sachen. Ja, genau. Ja, und dann gab es das erste Gespräch. Man ist 14, glaube ich, war ich Ende 14. Man hat nichts geklärt in sich. Also die Hormone machen alles, nur nicht das, was man versteht. Und dann kriegt man, dann hatte ich das Gespräch, dass sich das nicht gehört. Also Kontakt zum anderen Geschlecht aufzunehmen, das macht man dann, wenn man heiraten möchte. Und das wäre jetzt zu früh. So. Und da muss man damit klarkommen. Das sind auf der einen Seite Ihre Eltern mit den Werten der Gemeinschaft. Auf der anderen Seite aber all die anderen Einflüsse, die Sie ja auch mitgekriegt haben. Wie haben Sie denn dann versucht, da Ihren Weg zu finden? Ich glaube, ja, das ist dann, das ändert sich natürlich mit den Jahren so ein bisschen. Das ist natürlich dann mit 15, 16 ein ganz schwieriger Moment, wo man dann auch gucken muss, für welche Seite entscheide ich mich. Das hing auch immer im Flur, der schmale und der breite Weg, das war das große Bild. Da geht die Masse, die geht ins Verderben, die fallen da so rüber. Und die paar, die richtig sind, die gehen dann zum Licht. Und so das Gefühl hatte ich auch immer, ich muss mich irgendwie entscheiden. Und hatte aber immer das Gefühl, alles, was mir da vorgelebt wird oder was von mir verlangt wird, das will ich ja gar nicht. Vielleicht will ich das irgendwann mal, aber ich will ja zumindest das andere mal sehen. Und dann war mir, glaube ich, relativ schnell klar, dass das für mich nicht aufeinander geht. Und dann habe ich, glaube ich, relativ schnell für mich geklärt, dann muss ich meinen Weg gehen. So, und der geht nicht, das geht dann leider nicht zusammen an der Stelle. Wie schwer ist das, sich vom Denken der Eltern zu emanzipieren? Äußerst schwer, weil es tiefenpsychologisch gesprochen ist es ein Verrat an den geliebten Eltern. Das ist, man will ja geliebt werden, genau wie du das gerade gesagt hast. Es ist äußerst schwer und es ist so ein geschlossener Kosmos. Ich bin Jesuitenschüler und ich habe das genau auch kennengelernt. Die Drohbotschaft, die Sexualneurose. Es wurde gesagt, wenn du einem Mädchen einen Zungenkuss gibst, dann kommst du auf ewig in die Hölle. Es hatte einen positiven Effekt, dass ich sehr neugierig wurde, was ein Zungenkuss ist. Also das gibt es natürlich auch. Und das ist unendlich schwer raus. Und das Denken ist auch blockiert. Es geht ein wenig über viele, viele Schritte. Der Freiburger Psychoanalytiker Tilman Moser hat ein Buch geschrieben, Die Gottesvergiftung. Und es behandelt diesen Drohgott, diesen furchtbaren Drohgott, da mal durchzufinden zu einer Frohbotschaft. Es ist ein einziger Befreiungsweg und der geht nicht ohne Schmerzen ab. Wenn Sie gesagt haben, mir war klar, es muss mein Weg sein. Irgendwann ist man dann 17, waren Sie 17, 18, hat es dann da auch geknallt, richtig? Gab es da Auseinandersetzungen? Es gab, ich meine, das ist ja mit 16 wahrscheinlich auch normal, dass es auch mal knallt. Also da verschieben sich ja mehrere Ebenen. Ja. Kollege Moritz Neumeier hat mal gesagt, als 16-Jähriger ist die Aufgabe der Eltern, dass die Kinder einen hassen. Also ne, das kommt ja eins zum anderen dazu. Aber dann wurde mein Moped abgeschlossen, wenn ich nicht das gemacht habe, was ich wollte. So, das war dann, da gab es dann auch wirklich... Das wurde dann einfach gemacht. Und dann war irgendwann, als ich dann Zivildienst gemacht habe und hatte den ersten Geldzufluss von außen, dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt gehe ich meinen Weg. Sie waren ja der zweitjüngste Ihrer Geschwister, waren aber als erster draußen. Ja. Hieß das dann auch irgendwann so ein bisschen absetzen? Weg auch räumlich und auch so? Ja, also ich bin in die Nachbarstadt gezogen, das ist jetzt nicht so weit. Nicht so der ganz große Sprung. Ich bin jetzt nicht in den Dschungel gezogen. Lag aber auch daran, weil ich ja meinen Zivildienstjob hatte und den wollte ich ja weiterführen. Ich konnte jetzt nicht, wer weiß wohin. Aber für mich war das dann ganz wichtig, da eine Trennung zu setzen. Also so diese Kleinigkeiten, die man vielleicht hat, wenn man zu Hause auszieht und die Eltern bieten einem dann an, wir können deine Wäsche noch waschen, das kannst du vielleicht nicht.
Ich glaube, ich hätte mich vorher, glaube ich, ich hätte mir was angetan, um dieses Angebot anzunehmen. Mhm. Das wollte ich selber machen. Ich wollte kein Geld, ich wollte das machen. Und das war, glaube ich, für mich dann auch wichtig, das wirklich ein paar Jahre so sehr restriktiv durchzuhalten, um mir und meiner Umwelt einfach zu zeigen, ich will das alleine. Und das hat ja dann auch funktioniert. Haben Sie denn dann auch vieles von dem, was Sie vorher nicht durften, dann erstmal in vollen Zügen geholt oder nachgeholt? Ich habe auf jeden Fall was nachgeholt. Ich neige nicht zum Extremismus. In keinerlei. Also es gibt andere, die haben dann wirklich, die waren dann frei und haben alles versucht. Fernsehen, das war natürlich ein Punkt, den habe ich dann versucht wirklich nachzuholen. 2-3 Jahre. Ich glaube, ich habe alles geguckt, was irgendwie was zu gucken war, um dann festzustellen, so spannend ist das auch nicht in der Menge. Aber das ist ja natürlich so eine Gegenbewegung. Aber ich war immer sehr vorsichtig und habe mir das dann einfach angeguckt und war einfach wahnsinnig froh, mir die Welt anzugucken. Also so Sachen, die so eigentlich völlig normal sind, die waren für mich dann aber total besonders. Also Sie sind Ihren eigenen Weg gegangen. Haben Sie denn jemals gebrochen mit Ihren Eltern? Nein. Habe ich bis heute nicht, wurde von mir auch nicht verlangt. Also ich habe das von meiner Seite aus nicht in den Raum gestellt. Ich kenne das aber von anderen, die aus ähnlichen Zusammenhängen kommen. Da sind die Eltern irgendwann hingegangen und haben gesagt, wenn du nicht so lebst, dann musst du nicht mehr kommen. Wenn es so weit gekommen wäre, hätte ich das in Kauf genommen. Also das war mir völlig klar, dass ich das nicht mache. Und ich glaube, dass es auch allen anderen klar war. Und deshalb wurde da nicht drüber geredet. Das ist dann wie Nahostdiplomatie. Dann heißt es, Hauptsache, man ist im Gespräch. Ja. Das zählt. Ja. Man ist noch im Kontakt. Man bricht es nicht ab. Und das ist auch nach wie vor so. Das ist bis heute so. Ja. Aber es wird jetzt nicht, also so die, es wird auch sehr viel umschifft. Und man ist sich, obwohl man eigentlich Familie ist, ja dann doch nicht sehr nah. Das ist so. Wenn wir so einen Glauben an uns selbst entwickeln wollen, gehört es dann dazu, so nach und nach auch so ein eigenes Wertesystem zu entwickeln? Werte- und Glaubenssystem? Jens, hast du gerade gesagt, das gilt eigentlich für uns alle, dass wir die Anschauungen der Eltern überprüfen. Stimmen sie noch für uns? Sonst werden wir ein Klon der Eltern. Wir werden einfach eine Kopie von den Eltern. Wir landen als eine Kopie und nicht als Original. Immanuel Kant, der größte deutsche Philosoph, hat 1784 einen Aufsatz geschrieben, was ist Aufklärung? Da sagt er, sapere aude, also vage weise zu sein, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und das ist der Weg in die Mündigkeit, in die Autonomie. Und der verlangt außerordentlich viel Mut, aber er ist befreiend. Für mich war das der Grund, Philosophie zu studieren. Also einen völlig brotlosen Beruf. Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten sammelt. Ich weiß es weniger als je zuvor, das ist eine andere Frage. Aber in der Tat, das ist unsere Aufgabe. Was ist meine Wahrheit? Sie haben gesagt, Sie sind Familie. Aber das heißt nicht, dass Sie sich immer nah sind. Sie zum Beispiel stehen jetzt seit 25 Jahren auf der Bühne, arbeiten erfolgreich als Kabarettist. Wie sehr haben Ihre Eltern diesen Weg begleitet? Wie sehr haben Sie Anteil genommen? Ich glaube gar nicht. Gar nicht? So, also zumindest das, was ich auf der Bühne mache, ist weit weg von dem. Es ist auch selten ein Gesprächsthema. Waren Sie mal bei einer Vorstellung dabei? Nein, nie. Heute nicht, nein. Ich habe auch Kindertheater gespielt. Man könnte jetzt auch sagen, das ist jetzt so, Merkel-Witze sind nicht so meine Welt oder so. Aber es hätte ja was Unverfängliches gegeben. Aber das war mein Weg und da gibt es keine Brücke hin. Wie sehr enttäuscht Sie das? Das ist natürlich schade, weil es gibt natürlich so soziale Zusammenhänge wie Premieren feiern und so. Und dann ist man fühlt sich dann so ein bisschen wie so ein so ein bisschen elternlos manchmal, wenn man dann so steht und dann kommen Leute und sagen, wer ist von dir da? Und dann sind natürlich dann Freunde vielleicht da oder meine jetzige Familie, aber das dann nicht. Aber ich glaube, ich habe relativ schnell verstanden, dass das gar nicht anders geht. Mhm. Und ich glaube, da war ich dann auch immer klar, dass ich wusste, ich kriege das nicht, das geht nicht zusammen. Und wenn ich mich entscheiden muss, gehe ich nach links, also mache ich das, was ich möchte, oder mache ich das, was andere von mir wollen? Dann habe ich immer gesagt, dann mache ich das, was ich möchte. Und dann muss ich jetzt damit leben, wie es ist. Und ich glaube, das ist dann einfach so. Das Leben hat mich da so hingestellt und ich kann nur damit umgehen. Und wo stehen Sie heute? Da, wo das Leben Sie hingestellt hat, wie sehr hat das, was Sie erlebt haben, was Sie uns gerade auch erzählt haben, Sie geprägt?
Also es hat mich, sowas prägt einen ja nicht nur negativ, also was ich jetzt zum Beispiel als positiv daraus nehme, ist, dass solchen Menschen, die so leben, denen ist es ja völlig egal, was Nachbarn, Freunde oder Leute über einen denken, das habe ich ja auch mitgenommen. Also es ist mir auch völlig egal. Und da muss ich sagen, das wurde mir vorgelebt, das habe ich auch mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das das Ziel war, aber das trage ich in mir. Und was vor allen Dingen ich merke, ich habe eine wahnsinnige Aversion gegen alles, was Dogmen beinhaltet. Ja, also auch gegen, solche engen, geschlossenen Gruppierungen, Gemeinschaften, Systeme? Alles, was mich einengt, ich merke das sofort, ich bin, glaube ich, also da merke ich sofort, alles, was mich einengt, auch so Zusammenhänge, auch beruflicher Natur, wenn dann irgendwer kommt und mir erzählt, dass er es vielleicht besser meint, vielleicht hat er sogar recht, aber das sind so, da wird es total eng und vor allen Dingen auch so, wenn es nicht nur um Religion geht, sondern um Ernährung, wenn das alles so ins Dogma rutscht, da werde ich ganz allergisch, weil ich dann denke, das wird auf Dauer, wenn wir so kein Leben führen. Weil man stellt sich in dem Moment, wo man sagt, meine Religion ist die einzige, die stimmt, oder meine Version des Ernährens ist die einzige, die stimmt. Man erhöht sich immer über andere und man kommt nie auf Augenhöhe. Und ich glaube, so wird es einfach nicht gehen. Ja. Ich wollte es auch gerade sagen, Jens, ich bewundere deine Haltung. Das ist eine sehr gute Haltung. Eure Welt ist nicht meine Welt und ich liebe euch. Ganz reife Leistung. Das ist wirklich der Beifall. Wenn es jetzt weitergehen, Sie haben schon gesagt, Sie haben selbst Familie, Sie sind Vater. Was wollen Sie weitergeben? Also ich habe für mich beschlossen, ich kann nur einen Rahmen setzen, und zu sagen, an Erfahrungen, das Kind soll Erfahrungen machen und was dann am Ende rauskommt, das will ich nicht vorgeben, das kann ich, wenn ich überlege, was die Idee meiner Eltern war, was aus mir wird, das ist ja nicht so 1% am Ende gelungen, aber vielleicht gibt es einfach gewisse Rahmendaten, die ich auch positiv mitgenommen habe, garantiert. Ich kann nur den Rahmen setzen für Erfahrungen, soll sich das angucken und am Ende möglichst so reif sein und den Weg finden, den das Kind dann findet, das kann ich nicht vorgeben. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und die würde ich gerne weitergeben. Und ich hoffe, dass es funktioniert am Ende. Sie haben jetzt zum ersten Mal so öffentlich über Ihr Leben gesprochen. Und ich wollte Ihnen einfach auch stellvertretend für all die anderen, die das immer wieder tun, danken für Ihr Vertrauen und danke, dass Sie das so gemacht haben. Ja, vielen Dank. Jens Wolter. Was gehört eigentlich grundsätzlich dazu, damit wir so ein Selbstbewusstsein, einen Glauben an uns selbst entwickeln können? Dass wir die größte Liebesgeschichte unseres Lebens schaffen. Und es ist die Liebesgeschichte mit uns selber. Und nicht warten, ob der große Prinz und ob die Prinzessin kommt, die uns erlösen. Dass wir uns körperlich und geistig lieben, auch und gerade in unseren Schwächen. Das ist aber wirklich ein langer Weg, uns das Negative abzutrainieren. Wir haben alle riesen Mängellisten. Und mal zu schauen, was ist denn gut an mir? Also das ist ein Stück Liebesarbeit gegen sich selbst, das Sonnenkind in sich rausholen und mit dem, was schwach ist, auch Erbarmen zu haben. Im Zweifel auch für das, was wir im Leben nicht gut gemacht haben. Der katholische Priester sagt, Ego te absolvo, ich löse dich von deinen Schulden. Wir müssen sagen, Ego me absolvo, ich löse mich von dem, mit 14 schon ein Kind oder ich bin beim Abitur durchgeflogen. Ich habe Verständnis, ich habe Erbarmen für mich. Ganz wichtig, dass wir auf diese Ebene der Liebe zu uns selbst gehen. Ja. Jung hat die Überleitung schon geschafft, ja. Frau Bernreuther. Sie sind mit 14 Mutter geworden. Sie waren später die jüngste Brauereichefin Deutschlands. Sie haben schon viel erlebt. Haben Sie auch immer den Glauben an sich selbst gehabt? Oder wie Herr Jung auch diese Phasen, wo man am Boden war, wo Sie an sich gezweifelt haben und nicht mehr wussten, wie es weitergeht? Ja, sicher. Ich glaube, die hat jeder Mensch. Und diese Am-Boden-Phasen und Verzweifeltsein ist auch unabdingbar, meiner Meinung nach, um den Prozess anzustoßen, sich selbst zu entwickeln und auch zu einer Selbstliebe zu kommen und immer im Prozess zu bleiben. Mhm. Dazu muss es auf und ab gehen. Das kostet natürlich viel Kraft, ganz am Boden unten sein und wieder aufstehen. Aber Glauben an mich selber verloren, würde ich nicht sagen, dass das
dass ich den nicht mehr hatte. Dazu ist ja mal wichtig zu erfahren, wie Sie groß geworden sind. Sie sind in einem traditionellen Familienbetrieb auch gewissermaßen aufgewachsen. Sie waren Papakind? Ja. Was heißt das? Was hat Ihr Vater Ihnen mitgegeben? Wahnsinnig viel hat er mir mitgegeben. Wir waren uns sehr ähnlich. Wir haben uns also eigentlich auch telepathisch gut verstanden. Wir waren viel einer Meinung oder sind viel einer Meinung. Ich habe ihn einfach bewundert. Ja. Ist es richtig, dass Sie schon relativ früh die Idee hatten, seine Nachfolgerin zu werden? Ja. Wann war das? Da war ich 4 Jahre alt und ich habe 3 Geschwister noch, also wir sind zu viert und hatte, man weiß es ja nicht so mit 4 wirklich, aber wahrscheinlich das Bedürfnis, mich in Position zu bringen. Relativ und, früh. Genau. Weil ich ihn einfach auch so toll fand oder weil ich einfach so beeindruckt von dem Familienunternehmen war, habe ich gefragt, gell Papa, ich krieg mal die Brauerei. Und wie haben Ihre Eltern dann reagiert? Haben Sie sie bestärkt in dem Glauben? Total. Ja? Ja, sehr. Ja. Wie wichtig ist, dass Eltern uns vermitteln, wir glauben an dich? Eltern geben uns das beste Proviant mit, indem sie uns bestärken. Weißt du, dass du toll bist? Du bist ein tolles Kind. Dann kriegen wir das, was Urvertrauen ist. Wenn Eltern aber an uns rummäkeln und sagen, du bist nicht in Ordnung, du bist ein Muster ohne Wert, dann kriegen wir ein Urmisstrauen. Dann schauen wir durch die Schießscharten unseres Misstrauens auf die Welt. Ein köstliches Geschenk. Ja. So einen tollen Vater auch zu haben. Ja. Toll. Mit 14 sind Sie dann schwanger geworden. Ich gehe davon aus, das war nicht geplant. Richtig. Wie geschockt? wie geschockt waren Sie dann erst einmal? Erst einmal natürlich sehr. Ja, ja genau. Ja. Haben Sie es dann den Eltern gleich erzählt? Nein. Nein? Nein. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Also ich bin wirklich in Schockstarre geblieben erst mal. Ist vielleicht ja nicht wahr oder einfach so ein Verdrängungsmechanismus? Nee, das war es nicht. Das war schon sehr reell, aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Mhm. Ja, und ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen. Und wann haben Sie es dann gesagt? Im 5. Monat habe ich es meiner Mama dann gesagt, ja. Und wie haben Sie dann reagiert, Ihre Eltern? Meine Mutter sehr gut. Ja. Also, waren Sie dann in der Küche oder wie haben Sie das dann denen erzählt? So, ja, Mama, genau. Papa, ich habe da was? Ja. Oder wie war das? Ich habe da was. Ich kann die Situation, die weiß ich gar nicht mehr so. Ich weiß, dass meine Mutter gesagt hat, wann kriegen wir denn unser Baby? Und das war der erste Satz und da war natürlich... Das Eis gebrochen. Alles gut, ja. Und der Papa? War nicht ganz so begeistert. Ja. Was heißt das? Ich glaube, er hat sich auch große Sorgen natürlich gemacht. Mhm. Also ich kann das ja als Mutter sehr gut nachvollziehen, ne? Wenn eine 14-jährige Tochter schwanger ist. Das ist ja... Ich glaube, es war einfach mit Sorge durchtränkt. Aber es war klar, Sie werden das Kind bekommen. Und nach diesem ersten Schock haben Sie auch große familiäre Unterstützung erfahren. Wie sah diese Unterstützung dann aus? Gut, also einmal war das trotzdem eine liebevolle Umgebung immer bei uns zu Hause. Ich habe dann, der Marc ist dann auf die Welt gekommen. Ich bin nach 2 Wochen dann wieder in die Schule gegangen. Meine Mutter hat dann vormittags eben aufgepasst und nachmittags habe ich dann übernommen. Phasenweise auch meine Schwester, die dann beruflich zu dem Zeitpunkt zu Hause war. Also es war dann teilweise wie ein 5. Kind, war aber trotzdem meins. Also wir haben dann noch 2-3 Jahre zu Hause gewohnt, bevor ich mit ihm ausgezogen bin. Genau, Sie sind dann ausgezogen, haben das Gymnasium nach der mittleren Reife verlassen, haben dann eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung im Betrieb, haben also auch eigenes Geld verdient, eine eigene Wohnung. Wie wichtig waren Ihnen diese Schritte? Sehr wichtig. Weil ich grundsätzlich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, ist es mir sowieso wichtig, unabhängig zu sein. Und also wir waren ja Mutter und Kind. Also das ist ja, das Alter spielt ja überhaupt keine Rolle zu dem Zeitpunkt. Und dass wir eine Einheit für uns bilden, das war mir schon sehr wichtig. Wie haben Sie dann während der Ausbildung noch dieses Miteinander von Erziehung und Lernen und das alles organisiert? Gut, ich habe im eigenen Betrieb die Ausbildung gemacht, von daher waren vielleicht auch manche Sachen ein bisschen lockerer als in einem fremden Betrieb. Ich habe ja dort gewohnt, ich hatte keinen Weg zur Arbeit und sowas. Wir hatten, der Marc war im Kindergarten, ist teilweise auch von der Frau von unserem Braumeister damals betreut worden. Also auch da war ein Netz an Sicherheit. Es gibt ja auch
viele junge Frauen, wenn die mit 14 Kinder bekommen, die haben dieses Netz nicht. Ne? Die fallen ja. Und da ist die berufliche Perspektive nicht so da. Wie sehr war Ihnen damals schon bewusst, dass Sie auch ein Privileg haben, so aufgefangen zu werden von diesem Netz? Naja gut, ich glaube nicht, dass ich mich zu dem Zeitpunkt mit anderen 14-Jährigen, die auch ein Kind kriegen, verglichen habe. Hm. Also ich kannte die Situation nicht anders. Ja. Es waren sehr liebevolle, stützende Menschen um mich herum. Kann jetzt im Nachhinein natürlich da sehr dankbar drüber sein. Mhm. Ja. Es war ja in den Köpfen Ihrer Eltern, dass Sie und Ihr ältester Bruder den Betrieb dann übernehmen. Nun, als Sie 19, 20 waren, hat Ihr Bruder gesagt, ach, ich glaube, ich habe andere Ideen. Ja. Wie klar war dann für Sie, das ziehe ich jetzt durch? Das war mir sehr klar. Das war klar? Ja. Sie haben dann auch auf der Berufsoberschule Ihr Abi nachgeholt. Sie haben das Abendstudium gemacht, tagsüber im Betrieb gearbeitet. Waren Sie nicht irgendwann am Ende? Doch. immerhin. Also Sie sind da an Ihre Grenzen gekommen. Absolut an meine Grenzen gestoßen. Es ist auch so, dass ich gesagt habe, nach der Zeit mit dem Abendstudium, jetzt habe ich keine Freunde und keine Hobbys mehr. Mhm. Da findet wirklich nichts anderes mehr statt. Ja. Und mit Mitte 20 sind Sie dann Assistentin geworden Ihres Vaters. Mhm. Der wollte immer mit 60 aufhören. Das hat er auch gemacht. Und vor 10 Jahren sind Sie dann Chefin geworden. Ich meine, die Leute im Betrieb kannten Sie ja schon. Gab es da eigentlich auch kritische Stimmen oder war das eigentlich schon was Selbstverständliches, weil Sie da reingewachsen sind? Genau, es war eher selbstverständlich. Ich habe ja meine Ausbildung schon im Betrieb gemacht. Mhm. Von daher kannte ich auch jede Station und jeden Handgriff, den es zu tun gibt. Alle Prozesse kannte ich und so weiter. Ich bin ja jetzt war nicht an der Uni und bin dann von fremd reingekommen, sondern war eigentlich ja schon immer da im Unternehmen. Und auch das Thema, wann findet die Übergabe statt, das Datum, das stand schon 10, 15 Jahre vor der Übergabe des Unternehmens fest. Also das ist eine sehr lange Zeit, wo alle Menschen sich dran gewöhnen können. Sie sind zwischenzeitlich noch zweimal Mutter geworden. Ja. Ihre Kinder sind jetzt 7 und 9. Ja. Und Sie erziehen sie auch wieder alleine. Ja. Ich habe den Eindruck, Sie sind ganz gut, die Dinge alleine durchzuziehen, oder? Ja, das kann gut sein. Stört da so ein Partner vielleicht sogar, dass man dann Kompromisse macht und so, die gar nicht so ins Leben passen? Naja, das ist kein absichtlich gewähltes Schicksal, ehrlich gesagt. Ja. Hat sich das durch die Masse vielleicht auch der Aufgaben so ergeben. So ergeben. Ja. Was glauben Sie denn, woraus Sie diese Stärke und die Kraft, die Sie ja auch ausstrahlen und die Sie das alles ja auch bewältigen lassen, woraus haben Sie diese Kraft gezogen? Ich glaube schon, dass es durch das Aufwachsen und der Umgang sowohl meiner Mutter als auch meines Vaters mit mir und mit meinen Geschwistern auch. Also wir haben alle ein gewisses Selbstverständnis in unserer Familie, ein Selbstbewusstsein, stehen alle mit beiden Beinen im Leben, also meine Geschwister und ich. Was ich jetzt auch spüre, jetzt erst sind die tiefen Wurzeln, die diese vielen Generationen im Unternehmen mir auch geben. Also wie ein Baum, der ganz fest steht und eigentlich ein Gefühl von Getragensein, wenn man jetzt die Auserwählte ist, die diese Aufgabe auch übernehmen darf, gibt es sehr viel Kraft. Und auch Zuversicht kam immer dadurch, dass ich mir gedacht habe, mein Vater hat mich ja ausgewählt auch. Mhm. Also wenn er es mir nicht zutrauen würde, würde es mich auch nicht machen lassen. Das wäre ja fahrlässig. Und das gibt schon ziemlich Kraft, weil er hat es ja 40 Jahre sehr, sehr gut gemacht und er muss es ja beurteilen können, ob ich es auch kann oder nicht. Und dann ist das Thema eigentlich relativ kurz, ne? Ja. Und ich glaube, hier zweifelt keiner daran, dass dieser Baum Sie weiterträgt, dass Sie diese Kraft weiterträgt und dass Sie diesen Weg auch weitergehen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute dabei. Dankeschön. Dank. Wenn wir aufwachsen in, sagen wir mal, sozial sicheren Verhältnissen mit finanzieller Unterstützung, bedeutet das denn automatisch, dass wir mit gesundem Selbstbewusstsein ausgestattet sind?
automatisch würde ich nicht sagen. Es gibt ja auch, dass jemand an einer starken Familie zerbricht. Mhm. Einfach zerbricht, sie ist zu stark für ihn und sie duldet nur starke. Das wäre die negative Form. Aber es ist natürlich eine unerhörte Voraussetzung, wenn Eltern sagen, wir wollen, dass aus allen Kindern was wird und wir trauen es euch allen zu. Unsere Mutter hat sehr darauf geachtet, dass wir alles Abitur machen, selbst das Sargnagel Matthias, und dass wir alle ein Studium auch absolvieren. Ich könnte auch meinen Eltern, auch den geschiedenen Eltern, nicht in die Augen schauen. Das war die grundsätzliche Botschaft und war eine wundervolle Voraussetzung. Also da ist meine Dankbarkeit grenzenlos. Mhm. Ja. Herr Franzig, wir bleiben bei der Frage, was uns Eltern mitgeben, im Guten wie im Schlechten. Ihre Eltern haben sich getrennt, als Sie ein kleiner Junge waren. Sie haben dann mit Ihrer Mutter zusammengelebt. Wie war dieses Zusammenleben? Ja, ich bin typisch alleinerziehend aufgewachsen. Mhm. Das heißt, ich hatte eine sehr starke Mutter-Kind-Bindung. Mhm. Und das war nicht einfach. Meine Mutter ist nicht nur alleinerziehend gewesen. Oder ist nicht nur alleinerziehend, sie hatte noch andere Schwierigkeiten. Mhm. Alkoholabhängigkeit zum Beispiel und so weiter. Und das merkt man als Kind natürlich. Welche Auswirkungen hatte das für Sie so im Alltag? Diese Alkoholabhängigkeit? Ich hatte schon sehr früh viel Verantwortung. Das heißt, ich weiß nicht, ich musste meine Mutter häufiger ans Bett bringen und nicht andersrum in der Grundschule. Ich musste sie auch nach Hause bringen, also nicht nur ins Bett. Sie wurde mir auch, also es sind dann Zehen, die im Kopf sind, sie wurde mir auch schon von Hilfspolizisten oder so übergeben an der Wohnungstür. Dann macht man die Tür auf, dann steht da die Mutter. Und dann? Betrunken mitten am Tag. Ja, und dann guck mal nach dem Motto. Also. Wie alt waren Sie da, als das passiert ist? 9 oder 8. 9 oder 8. Und was macht man dann? Also dann kommt die Mutter durch die Tür, von den Polizisten reingebracht. Dann sorgen sie quasi für sie. Ja, also es war eine Umkehrung der Verantwortung, kann man das so sagen? Ja, also mir ist vor kurzem ein Brief oder so ein Gutachten vom Jugendamt in die Hände gefallen. Mhm. Und da stand drauf, über mich als 8-Jährigen oder 9-Jährigen, ich hatte eher eine Vaterfigur in der Familie als eine Kindfigur. Mhm. Ihre Mutter hat Sie auch mal auf der Straße stehen lassen. Wie ist das? Was war das für eine Situation? Es war auch wieder aufgrund des Alkohols. Ne? Also war ein Fußballspiel im Stadion, da freut sich eigentlich jeder drauf. Dann ist schon der ein oder andere Liter Bier geflossen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mama, ich möchte gar nicht, also sind alles Szenen, die noch im Kopf sind, ich möchte gar nicht mehr weiter. Es war dunkel, es war nachts und dann bleib doch hier. Ne? Ich war gerade in der Grundschule und dann bin ich hinterher und stand ich da vor der Kneipe und habe dann irgendwie mit Hilfe von anderen Leuten noch geguckt, wie wir nach Hause kommen. Und Nur damit wir uns das wirklich vorstellen können, wie war das denn, wurde denn trotzdem für Sie gesorgt? Also haben Sie regelmäßig zu essen bekommen oder haben Sie dann auch selbst das Essen gemacht? Oder wie lief das so im Alltag ab? Vielleicht können Sie das mal erzählen. Ja, es ist ja nicht immer, also alkoholabhängig, es gibt verschiedene Arten von Alkoholabhängigkeit. Mhm. Meine Mutter war jetzt nicht immer betrunken, sie hat ja auch größtenteils einen Job gehabt. Das heißt, sie hat sich schon versucht, bestmöglich um mich zu kümmern. Ich kann auch nur sagen, Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. Klar. Und das wusste ich auch als Kind. Das heißt, mir war klar irgendwie, es ist auch schwer, deswegen eine Person zu verurteilen, weil ich war ja für meine Mutter da oder wollte auch so gut es geht für meine Mutter da sein. Und es gab aber natürlich die Szene, da erinnere ich mich dran, da habe ich mich irgendwo gestoßen, habe geblutet und habe mich dann selbst verarztet oder so. Da hat mir selbst irgendwas in den Backofen geschoben. Oder auch ganz unabhängig vom Alkohol. Ja. Alleinerziehende Mutter, das Geld war immer knapp. Das heißt, wenn meine Mutter dann irgendwie Schichten übernehmen konnte in der Tankstelle als Stationsleiterin, dann hat sie das auch getan. Auch für mich, denke ich. Mhm. Und das heißt dann auch in der Grundschule morgens aufstehen alleine und nachmittags zurückkommen alleine. Sie haben schon gesagt, Alkohol. Krank zu sein bedeutet eben, wie der Name schon sagt, krank zu sein. Und wir wollen ja auch nicht Schwarz-Weiß-Bilder irgendwie aufmachen. Deshalb, wie würden Sie Ihr Verhältnis denn beschreiben? Waren Sie traurig? Waren Sie auch mal wütend, ohnmächtig, wenn Sie Ihre Mutter in solchen Situationen erlebt haben? Ich erinnere mich an so Schlüsselmomente meist. Mhm. Also einerseits war ich natürlich oft traurig. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als wir von der Schullandaufenthalt zurückgekommen sind im Schulbus. Mhm. Und ich war froh, endlich wieder zu Hause in der Heimat. Und dann fahren wir auf den Schulhof und dann sehe ich schon an den Augen und so und am Erscheinungsbild, da ist wieder betrunken. Und das ist nicht schön. Also da ist man einfach traurig und dann denkt man, ich will eigentlich am liebsten wieder weg, wo die Welt schön ist. Haben Sie sich auch geschämt dann in dem Moment? Ja, man schämt sich auf jeden Fall. Mhm. Man hat auch Angst. Also ich hatte immer Angst, wenn das jetzt irgendjemand weiß oder so, gerade im Dorf, das spricht sich rum, dann muss ich ins Kinderheim oder so. Mhm. Das war immer so das Böse.
Und was natürlich gar nicht so ist, aber man hat natürlich Angst. Man wird weggenommen. Ich hatte, wie gesagt, eine ganz starke Bindung zu meiner Mutter. Mhm. Und ja, das ist, ja. Hat Ihre Mutter denn mal gesagt, Mensch, ich lass mich behandeln oder ich versuche davon wegzukommen? War das mal Thema? Häufig. Also das ist nicht selten gewesen, dass ich dann irgendwie bei Freunden geschlafen habe oder sogar meine Mutter eine Entgiftung gemacht hat oder ich war auch 3 Monate mit ihr auf Kur. Mhm. Am Ende war es immer sehr ernüchternd, weil es hat eigentlich, es hat nie geholfen. Also es war dann kurz besser und dann nach ein paar Tagen ging es wieder bergab, sage ich mal. Wie war das denn in all diesen Jahren, in all dieser, in dieser Zeit für Sie in der Schule? Wie haben Sie die erlebt? Ja, es, die Schule war wie so ein Rückzugsort. Also ich bin in die Schule gegangen und da war die Welt gut. Ich habe auch das Glück, mich hat das sehr interessiert. Das heißt, gerade die Naturwissenschaften und so weiter, oder ne, was die Welt im Ganzen zusammenhält, ja. Hatten sie ja, schon. Ja. Das hat mich interessiert und irgendwie motiviert. Also mein Zeugnis stand sehr wissbegierig, hat nach Extraaufgaben gefragt. Das konnte ich irgendwann auch nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Aber das war wie so ein Ruhepol. Also da hat die Welt geklappt. Und deswegen war die Schule immer eine ganz schöne Alternative, sage ich mal. Also auch so ein Auftanken quasi? So. Ja, kann man so sagen. Also ja. Mich hat es interessiert. Ich bin gern zur Schule gegangen. Und ich bin auch keinen Tag nicht zur Schule gegangen, wenn ich irgendwie nicht im Bett lag. Und das kann man schon sagen. Hat Ihre Mutter Sie denn bestärkt, wenn Sie mit guten Noten nach Hause gekommen sind und hat gesagt, Mensch, klasse? Oder hat, es gibt ja auch andere Eltern, die einen eher klein machen und sagen, ach Junge, das schaffst du sowieso nicht oder so. Wie war Ihre Mutter in der Hinsicht? Ganz im Gegenteil. Also wird eigentlich immer gesagt, der schafft das schon oder ach, man, ne, ein kleiner Einstein oder was auch immer. Mhm. Und es war schon sehr bestärkend. Also meine Mutter hat es auch schwer gehabt, das kann man gar nicht anders sagen, oder hat es schwer. Und deswegen, sie hat ihr Bestes getan und oder versucht, nicht getan, aber versucht zumindest. Und deswegen, ich wurde eigentlich nicht klein gehalten. Und mir wurde auch ans Herz gelegt, mach was aus dir, damit es dir mal besser geht. Damit du nicht irgendwann von Sozialhilfe leben musst und irgendwie gucken musst, wie du über die Runden kommst. Sie waren ein guter Schüler. In der dritten Klasse kam dann eine Grundschullehrerin zu Ihnen und hat Ihnen was von einem Stipendium erzählt, für das Sie allerdings noch ein sogenanntes Motivationsschreiben aufsetzen mussten, so mit dem Gedanken, was will ich denn in Zukunft werden? Sie haben dieses Schreiben immer noch. Vielleicht können Sie uns daraus vorlesen. Was Sie damals mit 9, glaube ich, waren Sie? Ja, vor 9 Jahren, vor ziemlich genau 9 Jahren. Ja. Und ja, da war ich 10, 9 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr im Nachhinein. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe das bekommen zum Ende der Zeit im Stipendium. Und ja, es ist interessant, einfach zu sehen, was damals meine Motivation war. Also ich habe ja unter anderem geschrieben, ich wünsche mir einen guten Schulabschluss und dass ich im Universitätsklinikum Gießen Medizin studiere, dass meine Mama gesund wird, die in eine Intensivstation gekommen ist, weil sie Hirnblutung hatte. Und dann habe ich noch geschrieben, wenn es mit dem Arzt werden nicht klappt, möchte ich gerne irgendwas im Comedy-Bereich werden. Zum Beispiel Autor. Autor von einem lustigen Drehbuch wie Der Schuh des Manitou von Michael Bulli-Herwig. Mhm. Und wenn ich das alles nicht erreiche, dann möchte ich Feuerwehrmann werden. Ich bin schon in der Jugendfeuerwehr, aber, und das war eben meine größte Motivation, das habe ich auch groß geschrieben, auf gar keinen Fall möchte ich wie meine Mama Hartz-IV-Empfänger werden. Und ich hoffe, mir wird jemand helfen, der mir sagt, mach Kevin, erinnere dich, du willst nicht so wie deine Mama werden, hast du gesagt. Boah. Sie haben dieses Schreiben ja immer noch. Was bedeutet Ihnen das? Ja, mir ist das ja dann in die Hände gefallen quasi nach dem Abitur. Und ich hatte das ziemlich lange in meinem Regal liegen. Und ich habe da immer gerne mal drüber gelesen. Und ich finde das sehr interessant, auch wie sich, also einerseits, wie motiviert ich schon damals war, aus der Situation rauszukommen. Mhm. Und dass ich aber eigentlich gar nicht, also jetzt mit 16, mit 17, habe ich gar nicht mehr gedacht, ich mache das, weil ich nicht Hartz-IV-Empfänger werden möchte oder irgendwie, weil ich mein Leben irgendwie besser haben möchte, sondern mit 16, 17 Jahren hatte ich eine ganz andere Motivation. Da wusste ich irgendwann, wenn ich das einfach mache, was ich will, dann geht es mir gut. Aber das ist ganz interessant. Und wenn es mal nicht so gut läuft oder so, dann kann man das lesen und dann fühlt man sich auch schon wieder ein bisschen besser. Wir reden bei der Entwicklung von Kindern ja häufig
über die Eltern. Vernachlässigen wir ein bisschen das weitere Umfeld, also Lehrerinnen, Lehrer, wen auch immer, die ja auch wirken? Ja, wir haben sehr oft Ersatzinstanzen. Es gibt einen tollen Satz von Nietzsche im Zarathustra, der sagt mal ganz einfach, wer keinen guten Vater hat, soll sich einen adoptieren. Also man kann sich manchmal ganz unbewusst eine Lehrerin, einen Lehrer adoptieren. Es gibt eben auch gute Feen und gute Zauberer in unserem Leben. Und das hat ihnen enorm geholfen. Also ich darf das als alter Mann sagen, kleiner Einstein, du bist ein großer Einstein. Ganz großartig. Das eine war ja die Schule, das andere war auch die Zeit zu Hause. 2009 ist es dann noch mal schwerer geworden. Was ist da passiert? Ja, meine Mutter hat ein Hirnaneurysma gehabt, das geplatzt ist. Das heißt, das war dann auch wieder ein Umschwung. Dann habe ich meiner Tante gewohnt, das war mitten in der dritten, vierten Klasse. Und dann ging es auch irgendwann nicht mehr. Das heißt, meine Mutter hatte dann noch mehr Schlaganfälle im Kopf. Und ich habe das alles so mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das als Kind so richtig realisieren konnte. Mhm. Aber dann kam meine Mutter wieder nach Hause im Rollstuhl und dann im Rollator. Und ja, das war dann irgendwann gar nicht mehr möglich, bei meiner Mutter zu wohnen. Und dann bin ich Ende 2010 in eine Wohngruppe gekommen. Sie hat ja dann auch selbst die Reißleine gezogen und hat das Jugendamt gerufen. Das ist dann auch gekommen, um Sie abzuholen. Wie erinnern Sie diese Situation? Ja, das ist auch einer der Sachen, die dann noch im Kopf sind. Mhm. Das heißt, es war Nikolaus 2010 und ich habe da gerade mein Schokololli gegessen. Und dann hat meine Mutter gerade telefoniert und war ganz aufgelöst. Und was ist denn los, Mama? Und dann habe ich erfahren, ja, du wirst gleich abgeholt. Und ja, ich war gerade, meine Tasche war gepackt zum Karateunterricht und ich war mitten in der Woche, Schulwoche. Und dann kam da eine Frau vom Jugendamt und von der Wohngruppe und ich habe mich in mein Zimmer eingesperrt und habe fürchterlich geweint. Ich möchte das gar nicht, Ja, und dann hat das Argument, wir holen, also wenn du nicht rauskommst, holen wir die Polizei, hat mich dann aus meinem Zimmer gelockt. Und so hat mein Leben dann eine andere Bahn eingeschlagen. Mhm. Was von außen bei all dem so schwer verständlich ist, Ihr Vater hat nur zwei Stockwerke über Ihnen gewohnt. Hat der denn von all dem nichts mitbekommen? Oder? Doch, aber für meinen Vater war das auch relativ schwer, glaube ich. Ich glaube, es gibt manche Personen, denen fällt das schwer, so eine Elternrolle zu übernehmen. Und beim Vater war das so. Und das war ein großes Geheimnis. Wenn irgendwas war, dann war er auch da. Das heißt, wenn ich ihn gefragt habe, kannst du mein Fahrrad reparieren oder sowas, da war mein Vater in dem Sinne da. Aber ich hatte gar nicht so eine starke Bindung zu ihm zu der Zeit. Das kam dann erst wieder später. Also da ist keine Wut, sondern eher Verständnis für Sie? Dass er nicht mehr da war noch für Sie? Es ist schwer. Mein Vater ist mittlerweile verstorben. Mhm. Wir haben da nie drüber gesprochen. Mhm. Und er ist bemüht gewesen. Oder ist auf jeden Fall bemüht gewesen. Er konnte es nicht richtig zeigen. Mhm. Aber ich... Er hat versucht, sein Bestes zu tun. Sie sind dann mit 10 Jahren in eine Wohngruppe gekommen, gemeinsam mit 8 weiteren Kindern. Wie war das dann für Sie, anders als die meisten anderen, dann eben nicht mehr bei den Eltern aufzuwachsen? Ja, am Anfang war das ja erstmal ganz schwer zu akzeptieren, dass man jetzt in einer Wohngruppe lebt. Mhm. Man ist auch gleichzeitig, ich war davor Einzelkind, auch wenn es nicht einfach war, war ich trotzdem Einzelkind. Ich hatte immer die volle Aufmerksamkeit. Dann war ich nur noch einer von 9. Ich konnte es lange Zeit nicht annehmen. Ich bin auf eine Schule gegangen, auf dem Gymnasium, in der Universitätsstadt. Und da war halt auch ein gewisses Milieu vertreten. Ne, da war ich der Einzige aus einer Wohngruppe. Und ich wollte es nicht akzeptieren. Ich habe da eher ein Geheimnis draus gemacht. Und es war mir unangenehm. Also es war mir irgendwie peinlich, obwohl es da gar keinen Grund für gibt. Ihr Vater, haben Sie schon gesagt, ist mittlerweile verstorben. Ihre Mutter ist dann irgendwann in die Psychiatrie gekommen. Sie haben auch heute keinen Kontakt. Brauchten Sie irgendwann auch einfach Abstand an der Situation, die man kaum... Ja, anfangs habe ich sehr an der Bindung geklammert. Mhm. Und irgendwann als Kind reflektiert man nicht. Und irgendwann fängt man an zu reflektieren. Und dann stand ich kurz vorm Abitur. Dann hat meine Mutter wieder Kontakt aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, das war dann so penetrant und so, zieh doch zu mir ein, nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht, ich muss auch irgendwann an mich selbst denken. Und es war auch schwer. Ne? Viele Menschen verstehen das auch nicht. Sie sagen so, deine Mutter und so weiter. Und versuch's doch mal. Aber ich kann nicht mein Leben lang irgendwie Verantwortung übernehmen. Und
ich denke, das ist wichtig, dass man dann in so Momenten, oder ich habe mir dann selbst gedacht, okay, Familie ist für mich nicht unbedingt was, was mit irgendwie biologischer Verwandtschaft zu tun hat, sondern es sind die Menschen, die für einen da sind und für die man auch da ist. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich kann auch ohne schlechten Gewissen, auch wenn es nicht immer leicht fällt, sagen, ich möchte den Kontakt nicht. Und deswegen habe ich auch momentan keinen Kontakt mehr. Ja. Herr Jung, manche wachsen an solchen Situationen, andere zerbrechen aber auch dran. Ja. Woran liegt es, ob wir zu den einen oder anderen gehören? Also für mich ist doch irgendwo auch ein Stück Rätsel drin. Also ich möchte mal ganz pathetisch sagen, in Kindern ist oft so etwas wie ein göttlicher Funke, was sie zum Überleben bringt und was sie ins Leben bringt. Wobei mich noch interessieren würde, da war doch die Stiftung. Was war das für eine Stiftung? Was haben sie für dich getan? Das war ein Stipendium der Roland-Berger-Stiftung. Und das kann man einfach unter den Regenschirm oder dem Mantel der Chancengerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit zusammenfassen. Und ganz verschiedene Dinge. Also ich hatte eine persönliche Mentorin, die sich dann ehrenamtlich um mich gekümmert hat. Ich bin gleichzeitig auf Seminare gefahren und habe dann quasi die Welt auch anders kennengelernt. Da gibt es einen ganz bewegenden Moment. Da hatten wir ein Politikseminar in Bonn, ne, freiwillig. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe immer gesagt, Geschichte und Politik, das sind doch alles Fächer, da muss man nur Jahreszahlen auswendig lernen, Geschichte war, kann man nicht ändern und so weiter. Und ich denke, das ist, was gerade vielen Jugendlichen und jungen Menschen schwerfällt, die eben aus bildungsfernen Familien kommen, wie man so gerne sagt, dass sie eben da keinen Zugang zu haben. Und nur durch die Schule Zugang zu Bildung zu erlangen, ist auch nicht immer der richtige Weg. Und dann waren wir da, wie gesagt, im Haus der Geschichte, im Geburtshaus von Konrad Adenauer. Und das hat mich dann das erste Mal so auf andere Themen aufmerksam gemacht und mich auch für viele Sachen begeistert. Aber etwas finde ich auch ganz schön. Warst du immer schon so ein sonniger Junge? Ja. Das ist doch wirklich wahr. Du strahlst da was aus wie ein Lebkuchenpferd. Ja. 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 Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind Sie Ihren Weg gegangen. Sie haben Abitur gemacht mit 1,2. Sie haben. Ja. Sie haben ein Stipendium erhalten, studieren im Moment Pharmazie. Wo stehen Sie da im Moment? Wohin soll Ihre Reise gehen? Ja, ich bin noch im dritten Semester. Ich bin noch ganz frisch eigentlich. Und jetzt im Oktober, nee, im August sogar schon, kommt das erste Staatsexamen. Und ich persönlich möchte eigentlich nicht typischerweise Apotheker werden, sondern am liebsten würde ich eigentlich das machen, was mich schon immer interessiert. Fragen, was die Welt immer das zusammenhält und in die Forschung gehen oder in die Entwicklung und, oder in die Industrie oder... Ich meine, Sie sind erst 20 Jahre, Sie haben schon viel erlebt und viel erreicht und Sie haben viel Applaus bekommen für das, was Sie schulisch und beruflich geleistet haben. Aber ich muss auch einfach erst mal sagen, dass es wunderbar ist, dass Sie hier so stabil und gefestigt mit uns reden. Das freut uns alle. Das ist eigentlich mit das Entscheidende. Bei all dem Positiven, empfinden Sie manches, was Sie erlebt haben, auch in manchen Situationen noch als Rucksack? Oder haben Sie es als Rucksack empfunden? Ja, also es sind Situationen, die einen eben immer wieder zurücksetzen in die Lage. Also das heißt, gewisse Szenen, die im Kopf einfach sind, die sich immer wieder abspielen. Und man kann damit lernen, umzugehen. Und das ist auch nicht immer unbedingt schlimm oder so. Es ist nicht so, dass ich irgendwie schweißgebadet aufwache, weil ich irgendwie von meiner Kindheit geträume oder so. Wie gehen Sie dann damit um? Also ich versuche zu reflektieren einfach. Mhm. Also es ist passiert, man kann sich ändern und ich bin froh, was aus mir geworden ist quasi. Mhm. Und man muss gar nichts hinterher weinen. Ja. Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Danke. Danke. Frau Zohlen, Sie haben sich viele Bildungsträume erfüllt, muss man sagen. Sie sind promovierte Akademikerin, Sie haben Doktortitel in der Biologie. Gleichzeitig finden Sie aber seit Jahren schon keinen Job mehr. Wie ernüchtert lässt Sie das Ganze zurück? Ja, also ich finde das ziemlich frustrierend insgesamt. Mhm. Ich habe mich oft für Stellen beworben, wo ich gedacht habe, das kannst du und wo ich auch die Voraussetzungen gehabt hätte, aber
irgendwie bin ich nie genommen worden. Mhm. Und manchmal habe ich nachgefragt, aber dann bekam man natürlich auch keine Antwort. Das sagt einem keiner. Du warst, weiß ich nicht, deine Fähigkeiten waren nicht gut genug oder sonst irgendwas. Man bekommt da auch keine Rückmeldung. Also ich hätte das schon akzeptiert, wenn jemand mir gesagt hätte, das war nicht gut, das war nicht gut oder das war vielleicht gut und das ist verbesserungswürdig. Sodass man da auch im Endeffekt auch so ein bisschen schwimmt. Ist da auch eine Wut da, einfach keine Chance mehr zu bekommen? Ja, natürlich, ist schon. Ne? Und ich denke mir nur darum, im Prinzip, weil ich halt Kinder in die Welt gesetzt habe, wurden mir sämtliche Türen verschlossen. Mhm. Ne? Und das finde ich ziemlich frustrierend, weil man als Frau meiner Meinung nach von vornherein sowieso schon schlechtere Chancen hat. Und wenn man jung ist, wird man nicht genommen, weil man ja noch Kinder kriegen könnte. Dann hat man Kinder. Dann wird man auch nicht genommen, weil man nicht flexibel ist. Weil man welche hat. Genau. Mhm. Und dann, irgendwann ist man zu alt, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind. Und ich habe spät angefangen. Ich habe die Kinder halt spät bekommen. Damit wir das alles verstehen, fangen wir noch mal ein bisschen früher an. War das denn immer schon Ihr Traum, Biologin zu werden? Ja, war es. Und ich war aber in der Schule nicht so fleißig, wie ich hätte sein müssen. Mhm. Weil ich die Schule doch sehr in Frage gestellt habe, was ich heute auch noch tue. Und dann habe ich halt erst eine Ausbildung als MTA gemacht. Als medizinisch-technische Assistentin. Das haben mir auch alle davon abgeraten. Ich habe mich also auch informiert in der Uni und alle haben gesagt, du kriegst sowieso keinen Job. Und irgendwann reichte mir das aber nicht mehr. Und dann warum? Hat sie den Job einfach nicht ausgefüllt? Oder? Nein, also ich hatte einen guten Job, der war auch interessant, aber trotzdem, es reichte mir einfach nicht. Ich habe gedacht, ich bin so ein Rad irgendwo mittendrin und ich wollte eigentlich einfach mehr wissen. Ich wollte so von Anfang bis Ende das Ganze verfolgen. Und das geht nicht, wenn man irgendwo im Labor ist und kriegt eine Probe und dann gibt man das Ergebnis ab und gut ist. Also Sie wollten also nicht nur irgendwo als Rad gedreht werden, sondern selbst irgendwo richtig, aktiv sein. Genau. Und dann habe ich dann studiert, ich habe mir mein Studium selber finanziert und wollte dann in den Umweltschutz, habe dann eine Zusatzausbildung gemacht und habe mich dann auch beworben, habe aber nicht sofort eine Stelle bekommen. Aber dann ergab sich die Möglichkeit zu promovieren, und zwar in Schweden. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und, waren Sie da auf dem Weg, so Ihr berufliches Glück zu finden? Ja. Also Studium abgeschlossen mit sehr gut, muss man sagen, dann nach Schweden, dort eine Promotionsstelle. War das dann schon so der Weg, den Sie sich erträumt? Ja, das war schon toll. Also ich habe auch bei der Diplomarbeit, da konnte man halt wählen, was man macht. Und da war halt die Möglichkeit, auf Teneriffa da halt Forschungen zu machen. Dann habe ich also 2x4 Wochen im Wald gesessen und habe da Messungen gemacht. Und das war also nicht jetzt so, wenn man so denkt, okay, aber bei 12 bis 16 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit ist das also jetzt nicht so ganz toll. Aber es war halt sehr interessant und die Ergebnisse waren toll. Und am Wochenende konnte ich halt wandern und das war wirklich interessant. Und dann habe ich gedacht, so in die Richtung möchte ich einfach weitermachen. Und dann mit der Promotion, das war auch super spannend, muss ich sagen. Ich hatte einen tollen Chef, super tolle Arbeitsbedingungen. Und das hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Wir reden eigentlich häufig auch immer mal wieder über den Beruf. Ja? Bei Ihnen ist es so, bei Ihnen reden wir über das berufliche Fortkommen, bei Ihnen wieder. Ist der Beruf denn so wichtig für den Glauben an uns selbst? Oh ja. Ja? Also im Idealfall sollte der Beruf Berufung sein. Also ich bin dankbar, dass ich muss nicht mehr arbeiten, ich darf noch arbeiten, weil ich ihn einfach heiß liebe und Menschen gern habe. Das ist unendlich wichtig. Und wie viele Menschen leben in entfremdeten Verhältnissen, in einem Büro, wo sie sich nicht wohlfühlen. Und dann auch noch dieser Skandal, weibliche Intelligenz nicht auszunutzen. Da wird ein Volksvermögen wird verschleudert. Also das ist ja auch noch ein Thema für sich. Mhm. Ja. Wie geht es? Ja. Also, Sie waren eigentlich auf dem Weg, dort Ihr Glück zu finden. Was ist dann passiert? Ja, dann hatte ich meine Promotion fertig. Dann bin ich als Postdoc nach Spanien gegangen, hatte mittlerweile ein Kind, war verheiratet. Und das war in Spanien. Die Arbeit war eigentlich auch ganz interessant, aber die Ehe hat halt nicht funktioniert. Und das war ein ziemlicher Kampf eigentlich immer, weil mein Ex-Mann immer versuchte, mich im Prinzip zu unterdrücken. Und ich hatte dann die Scheidung mittlerweile eingereicht und war dann, das zweite Kind kam dann kurz danach. Und und dann habe ich dann halt versucht, da Fuß zu fassen. Und dann wurde meine Mutter halt schwer krank. Und dann also hatte ich. Richtig in Pflegefall? Ja, die war schwer krank, die hatte Krebs. Und, oh, okay.
Ja, und dann habe ich mich halt in Deutschland, bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe dann erst mal fast ein Jahr warten müssen, bis ich einen Kindergartenplatz hatte und habe dann das Referendariat angefangen und habe dann gedacht, gut, du kannst abends um 7 Uhr sind die Kinder im Bett, dann kann man halt sich auf den Unterricht vorbereiten und ich habe aber im Endeffekt kaum eine Nacht mehr als 4 oder 5 Stunden geschlafen, weil das einfach unheimlich umfangreich war und ich habe es dann nach einem Jahr drangegeben. Ja, und dann stand ich halt da und dann habe ich danach habe ich meine Mutter gepflegt, bis sie halt gestorben ist. Und habe dann versucht, natürlich wieder irgendwo Fuß zu fassen und habe aber eigentlich immer nur noch schlecht bezahlte Jobs gekriegt. Ne? Ja, und seitdem war eigentlich nichts mehr. Ne? So. Haben Sie denn weiterhin versucht? Ja, natürlich. Ja? Also, aber ich und nicht habe, nur als Biologin, sondern ach, auch? Ja, alles Mögliche. Hm. Also ich habe auch da waren Firmen, die haben mit ätherischen Ölen gearbeitet, Ernährungsberatung, was war da noch, Schädlingsbekämpfung, Chemie. Oft war es auch so, die Stellen für Akademiker waren meistens Vollzeitstellen und das kann man nicht mit Kindern, mit kleinen Kindern, das geht nicht. Und die Stellen für Nicht-Akademiker, bin ich immer abgelehnt worden, weil ich überqualifiziert bin, ganz oft. Das kriegte ich dann zu hören, ja, Sie sind überqualifiziert. Dann habe ich gesagt, das ist mir egal, ich würde aber trotzdem gerne arbeiten. Ja, nein, dann arbeiten wir Sie ein und dann finden Sie was Besseres und dann sind Sie nachher weg. Ja, und so ist das im Prinzip die ganze Zeit gewesen. Und deswegen habe ich nie was gekriegt. Sie haben 2 Kinder großgezogen, Sie haben Ihre Mutter gepflegt. Sind das auch Gründe, warum Frauen eben auch nach wie vor, dass es immer wieder solche Phasen auch gibt, nicht so durchstarten wie Männer, was völlig unabhängig ist von der Qualifikation? Viele Frauen haben eine gestörte Erwerbsbiografie. Mhm. Es ist einfach so. Und als Frauen in der Regel immer wieder sind sie im Pflegerischen mit den Kindern und mit den alten Eltern sind sie da und geben sehr, sehr viel her. Und es wird nicht gewürdigt. Und das war ja eine enorme Leistung, war das von Ihnen auch. Also das ist auch nicht in Ordnung. Wie haben Sie das denn erlebt? Also ich meine, Sie haben gesagt, Sie hatten erst noch einen Job, dann haben Sie aber nichts mehr weitergefunden. Hatten Sie den Eindruck, je länger das dauert, desto schwieriger wird es? Ja, mit Sicherheit. Ja? Und also ich hatte dann zwischendurch auch schon mal Stellen. Das waren aber eigentlich überwiegend Halbtagsstellen. Mhm. Und dann war ich trotzdem immer noch vom Jobcenter abhängig. Ich bin nie vom Jobcenter weggekommen. Ne? Ich habe überhaupt keine Chance gehabt. Und ich meine, ich habe jetzt, was ich gemacht habe, ich habe halt eine Weiterbildung gemacht oder 2 Weiterbildungen. Ich habe zuerst eine Weiterbildung in Phytotherapie gemacht, also Heilpflanzenkunde und jetzt als Ernährungsberaterin. Ich werde jetzt versuchen, mich irgendwie selbstständig zu machen, weil mir doch nichts anderes übrig bleibt, denke ich mir. Und die einzige Chance im Grunde genommen, die ich für mich auch noch sehe, ist, mich auf eigene Füße zu stellen, ne? Damit ich irgendwie doch noch ein bisschen verdiene, damit ich mir auch noch ein bisschen Luxus leisten kann. Ja. Werden wir im Alter irgendwann auch ein bisschen aussortiert? Ich meine, Sie nicht natürlich. Ja, gut, da bin ich privilegiert, absolut privilegiert. Auch das gibt es, also, gegen Alter. Alter ist schlechthin sozusagen ein No-Go. Das ist auch schlimm. Ich hätte noch eine andere Frage. Was ist trotz allem, ich will jetzt gar nicht bagatellisieren, was ist trotz allem in Ihrem gegenwärtigen Leben gut? Tja, da muss ich jetzt erst mal überlegen. Also, was gut ist, also wo ich froh drüber bin, muss ich sagen, sind meine Kinder. Die sind gut geraten. Liebe ist da. Richtig, also deswegen denke ich, ich habe doch was richtig gemacht. Die sind, und ich versuche auch, meine Kinder zu unterstützen. Also die sind zum Beispiel beide sehr musikalisch und die sind gut in der Schule, die sind fleißig in der Schule, die wissen sich gut zu benehmen, wenn die irgendwo sind, die sind überall gern gesehen. Und das gibt mir dann doch irgendwo Rückhalt, dass das nicht so ganz umsonst war, dass ich auf alles verzichtet habe. Ne? Wir reden ja heute auch über den Glauben an sich selbst. Herr Jung hat ja jetzt auch zu Recht gefragt, was ist denn gut im Leben? Was sind aber auch die Dinge, die Sie gerne machen würden, die einfach nicht mehr gehen, wo Sie sich vielleicht auch ein bisschen draußen fühlen? Ja, wenn man dann ständig wieder Absagen kriegt, ne? Und wenn man sich dann bewirbt und man kriegt ja doch immer wieder Absagen. Mittlerweile muss ich sagen, gebe ich mir da auch gar nicht mehr so viel Mühe. Also, weil ich mir denke, es hat eh keinen Zweck. Ein bisschen aufgegeben. Ja, so ein bisschen ja. Ne? Wie schaffen wir es denn weiter, an uns zu glauben, wenn von außen kaum Bestätigung kommt?
Das ist eine zentrale existenzielle Frage, dass wir an den Punkt kommen und sagen, ich bin verdammt in Ordnung. Ja. Ja, noch ein Punkt dazu. Dieser Glaube an sich selbst, das ist ja bei manchen schon so ein Mantra, dass sie sagen, ja, wenn du an dich glaubst, wenn du dann alles gibst, dann schaffst du das auch, dann löst du auch deine Träume ein. Stimmt. Heißt das nicht umgekehrt, wenn es dann nicht so läuft, bist du selbst schuld, dann hast du nicht genug geglaubt? Dann hast, ja. Also kann das ist gefährlich, sein? Wenn man es zu einer quasi esoterischen Formel macht. Ja, es gibt auch den Mangel im Leben. Das gehört, das Leben ist Glanz und Elend zugleich. Mhm. Es ist Höhepunkt und es sind Täler. Jeder von uns, wird, wenn er ehrlich ist, wird das sagen. Ja. Wenn Sie an die Zukunft, an die Rente und an Ihren Rentenbescheid und all das denken, wie schauen Sie in die Zukunft? Oh, Katastrophe. Mhm. Also ich habe meinen Rentenbescheid, nach heutiger Berechnung bekomme ich, glaube ich, 600 Euro Rente. So, da kann ich nicht von leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und entweder werde ich bis an mein Lebensende irgendwie arbeiten oder von irgendwelchen öffentlichen Stellen abhängig sein oder ich werde halt nicht lange leben. Das sind die drei, im Prinzip die drei Möglichkeiten. Ich meine, es ist ja auch so, dass zum Beispiel ständige finanzielle Sorgen die Lebenszeit definitiv verkürzen. So, und ich weiß es nicht. Also ich bin nicht diejenige, die aufgibt. Ich versuche immer noch irgendwo einen Weg zu finden und immer noch zu kämpfen, egal wie. Und solange ich mich so gesundheitlich fühle, wie ich mich im Moment fühle, denke ich mir, kann ich noch was werden? Also das Leben ist für mich noch nicht zu Ende. Ne? Ich kenne Leute, die sind 80 und arbeiten auch noch. Ja. Auch wegen meiner Kinder. Ich kann meinen Kindern das nicht zumuten, dass ich einfach sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr oder sowas. Ich finde, ich habe meinen Kindern auch gegenüber die Verpflichtung, dass ich ja, denen zur Verfügung stehe im Grunde genommen. Ne? Und dass ich denen auch helfe, im Leben was zu werden. Frau Thun, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie hier so offen darüber reden. Das ist auch mutig, weil viele, die in Ihrer Situation sind, die keine Arbeit haben, denen es auch nicht so gut geht, reden nicht so sehr über ihre Hoffnungen und über ihre Ängste. Deshalb danke für diesen Mut und ich glaube, Sie haben dafür viele gesprochen, denen es ähnlich geht. Vielen Dank. Ja. Herr Fournazier, wir haben heute schon über Kindheit, über Familie, über den beruflichen Werdegang gesprochen und wie das Ganze mit dem Glauben an sich selbst, mit unserem Selbstbewusstsein zusammenhängt. Ihr Thema ist noch mal ein anderes. Sie sitzen hier mit einer Prothese am rechten Arm. Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie keine rechte Hand haben? Wann war das eigentlich? Ich würde sagen, im Kindergarten, in der Spielgruppe, wo ich gesehen habe, dass meine Klassenkameraden, das Spielgespändli, sagt man bei uns in der Schweiz, vielleicht besser mit den Lego-Bricks spielen konnten als ich. Und da wurde es mir eigentlich erst mal bewusst. Aber ich muss sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen, sehr geborgen. Ich habe einen jüngeren, zweihändigen Bruder. Und meine Eltern haben mich genau gleich erzogen wie meinen jüngeren Bruder. Also ich hatte da kein Extra-Treatment oder eine Extra-Wurst. Und das war ganz, ganz wichtig in der Kindheit und später auch in der Pubertät. Das war wie ein Geschenk des Himmels, ja. Weiß man eigentlich, warum das so war, dass Sie ohne rechte Hand auf die Welt gekommen sind? Es gab verschiedene Möglichkeiten, ob jetzt da sich die Nabelschnur umwickelt hat die kleine Hand oder ob da irgendwo etwas anderes im Spiel war. Irgendwann habe ich mir auch gesagt, das ist jetzt so, wie es ist. Ja. Wenn, dann kann ich es nicht mehr. Und ich habe das irgendwann akzeptiert, aber das war ein ziemlich langer Weg. Ich meine, dass Sie sagen, Ihre Familie war gut, Sie haben eine gute Kindheit gehabt, das ist ja schon mal total wichtig. Haben wir ja heute auch schon mitbekommen. Ja. Mit 7 Jahren haben Sie Ihre erste Prothese bekommen. Konnten Sie mit dieser Prothese damals, das war noch nicht so eine wie heute, konnten Sie damit was anfangen? Genau, es war ein bisschen ein spezieller Moment. Ich war dort mit der Mutter, mit der Mami.
in der Orthopädie, das war ein bisschen wie in einem Horrorfilm, oder? Das war wirklich creepy, da waren so Beine, lagen rum und Hände. Und für einen kleinen Jungen war das wirklich ein schreckliches Erlebnis. Und ich hatte wirklich auch Angst und das hat mich auf eine Art auch geprägt. Und, also haben Sie diese Bilder von den Beinen, also die kamen auch wieder, ja? Ja, das war wirklich schrecklich. Und ich denke, viele Leute haben noch heute im Kopf so dieses Verstaubte von Hand- und Beinprothesen, dieses Captain Hook-mäßige. Und das kann aber ganz anders sein heutzutage. Also was war das denn damals dann für eine Prothese? Das war eigentlich eine ganz, die hatte auch keine Funktionalität, das war eine kosmetische Handprothese, so eine Art Patschhand, also die lag bei mir dann auch mehr in der Lego-Kiste als am Armstumpf, zur Frustration von meinem Orthopäden natürlich, aber die hatte ich auch nie adaptiert oder akzeptiert, das war mir eigentlich mehr ein Fremdkörper als ein Hilfsmittel. Ja. Weil wenn ich mich jetzt so in die Zeit reinversetze, 7 Jahre, Sie hatten da die Lego-Kiste, da lag dann die Prothese drin. Wie offen sind Sie denn mit dem Thema umgegangen? Haben Sie es versucht zu verbergen oder sind Sie einfach damit raus? Nein, ich hatte wirklich lange, lange Zeit Schamgefühle, würde ich sagen. Es war mir peinlich, unangenehm, keine rechte Hand zu haben. Es ist zwar nicht ein schweres Handicap, aber ein sehr sichtbares Handicap. Und ich habe das lange Zeit versteckt, also wirklich 35 Jahre meines Lebens, also 3,5 Dekaden. War es mir unangenehm. Ich habe das immer unter der Jacke versteckt, im Hosensack, in der Tasche. Und besonders im Freibad war es natürlich ganz, ganz schlimm, weil da man hat immer das Gefühl, die Blicke durchbohren einem. Vielleicht hat niemand geschaut, aber man hat das Gefühl gehabt. Was haben Sie dann gemacht? Sind Sie... Ja, ich bin dann nicht mehr ins Freibad gegangen, oder so häufig zumindest. Und es war nicht eine schöne Zeit sicherlich, aber nichtsdestotrotz, ich musste mich dann irgendwann auch öffnen. Ich konnte mich ja nicht irgendwo in meinem Schneckenhäuschen verkleiden. Aber damit wir uns das vorstellen können, wir haben auch schon über Pubertät gesprochen und man wächst in diese Zeit ja dann rein. Wie war das dann, als die ersten Dates angestanden haben? Genau, irgendwann kamen natürlich, die Mädchen waren wichtiger als die Legos, oder? So mit 12. Genau, die Zeit. Und dann hatte ich das erste Rendezvous mit einer ganz, mit einem ganz tollen Mädchen vom Nachbardorf, die es notabene nicht gewusst hat, dass ich keine rechte Hand habe. Und dann habe ich wirklich gebrütet, tagelang, wie sage ich es denn der Julia? Julia hat sie geheißen oder heißt sie noch heute? Und wie sage ich es ihr dann? Und dann hatte ich irgendwann die glorreiche Idee, ich bastle mir doch eine Gipshand und sage, ich sei beim Skateboardfahren umgefallen und eine hätte mir die Hand gebrochen. Und dann haben Sie sich das richtig besorgt? Genau, habe ich mir so eine ganz rudimentäre Hand besorgt, die ich sowieso gehabt habe von diesen Handprothesen. Habe einfach einen Gips drüber gekleistert und bin zwar in das erste Rendezvous. Das kann natürlich super an, ja, oder? Sonst geht's vorne. Ja. Aber... Nein, auch dieses Mitleid, das mitgeschwungen ist. Und oh, du Arme, jetzt hast du dir noch die Hand gebrochen und bist trotzdem mal als Date. Und habe ich gesagt, sicherlich, Julia, so viel bist du mir wert, oder? Und ab irgendwann, nach 2, 3 Tagen, musste die Kaste aus dem Sack. Ich meine, das kann man echt 3 Monate lang. Ja, hat ja nicht ewig so einen Gips, genau. Ja. Genau, und dann habe ich ihr gesagt, schau, Julia, ich bin gar nicht gestürzt beim Skateboard oder beim Rollbrettfahren. Ich habe auch die Hand nicht gebrochen. Ich habe keine rechte Hand. Und sie hat so toll reagiert. Sie hat gesagt, Michel, mir ist es eigentlich egal, ob du 3 Augen hast oder eine Hand. Ich habe dich gerne, wie du bist. Und das war ganz, ganz wichtig zu diesem Zeitpunkt. Besonders so als Pre-Teenager, oder? Wo man sowieso sein Plätzchen noch in der Welt sucht. Und kann man Julia heute noch mal Danke sagen? Ja, danke, Julia. Genau. Ja. Danke. Wir haben nach wie vor... Wir haben nach wie vor tollen Kontakt. Sie ist Mutter von 3 Mädchen und sie ist ein ganz feiner Mensch. Ja. Schön. Wie sehr ist unsere Identität, auch der Glaube an uns selbst, eigentlich mit unserem Körper verbunden? Unbedingt. Ich denke, 90% unserer Identität ist körperliche Identität. Jeder von uns schaut am Morgen erst mal in den Spiegel. Manchmal schaue ich rein und denke, du siehst aus wie Churchill auf dem Sterbebett. Da bin ich gar nicht glücklich. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Es ist großartig, wie du das gepackt hast. So kann man damit fertig werden. Ich würde übrigens die gerne mal anfassen. Ja, darf sicherlich. Ich? Kann man auch nicht zu fest zudrücken. Ja, toll. Genau.
Nein, ich kann auch nicht zu fest zudrücken. Ja. Also im Winter wäre es noch praktisch, Nüsse damit zu knacken, oder? Ja. Aber nein, ich kann da jetzt auch niemanden verletzen mit. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Genau. Aber bleiben wir erst noch mal bei dem Weg. Denn das ist ja auch manchmal ein Prozess, zu so einem Zustand, zu der Heiterkeit, zu all dem zu kommen. Auch bei Ihnen ging es dann erst noch mal weiter. Sie wollten Basketball spielen. Genau. Und Sie waren auch gar nicht schlecht da drin. Ja, ich bin erinnere mich so ein bisschen an Ihre Fußballgeschichte. Ja? Aber wie ging es dann weiter? Genau, neben American Football bin ich auch ein großer NBA-Fan, ein großer Basketball-Fan. Und das war natürlich so als junger Mensch das A und O für mich. Mhm. Oder? Und ich war da im örtlichen Basketballclub trainieren. Aber war meines Erachtens auch eigentlich ganz okay für einhändig. Ich mache alles mit links, oder kann ich sagen. Nein, Spaß beiseite. Und der Trainer hat gesagt, nein, es geht nicht. Wir können da nicht einen Handicapierten, wir sind ja nicht bei Paralympics, aufnehmen. Und das war sehr, sehr schmerzlich. Und da hat es sicherlich Tränen gegeben. Also da ging es auch gar nicht um Leistung in dem Fall, oder? Es war vielleicht ein Vorurteil, würde ich mehr sagen. Dass man halt ein Mensch, wo ein Bein, eine Hand, was auch immer fehlt, auch ein bisschen so als hilfsbedürftig anzieht. Hatten Sie da auch die Sorge, vielleicht sogar die Angst, deswegen auch in Zukunft abgelehnt zu werden? Ich habe mir das eigentlich dann irgendwo dann so zurecht gemacht, wenn es irgendwo mit einem Date oder mit einem Job dann nicht geklappt hat, nicht auf die Hand zu schieben. Klar kann das manchmal der Fall gewesen sein, absolut. Aber ich habe mir immer gesagt, vielleicht bin ich zu unter- oder zu überqualifiziert, zu jung, zu alt, was auch immer. Es gibt ja tausend Gründe. Und bin eigentlich dann recht gut gefahren, so nicht mit diesem, das ist immer alles wegen der Hand, hat jetzt das nicht geklappt. Ich meine, Sie reden heute sehr humorvoll darüber. Aber Humor und Verletzung lagen damals offensichtlich doch sehr nah beieinander, oder? Genau, das war eigentlich eine dünne Linie, also eine thin line. Und es war nicht immer einfach, ja. Und besonders auch, wenn ich beispielsweise jemandem die Hand reichte zum Gruß, oder? Knickerkonform ist die rechte Hand bei uns. Und ich habe ja die rechte Hand oder den rechten Armstumpf immer versteckt. Und dann gab es natürlich schon Äußerungen, klar, mein Vis-à-vis hat das nicht gewusst oder nicht gesehen, hat gesagt, ja, kannst du nicht die richtige Hand geben oder haben deine Eltern dich nicht richtig erzogen? Keine Manieren beigebracht. Und klar habe ich dann gesagt, so ein bisschen provokativ, ich habe keine richtige Hand. Und dann war dann auch still. Mhm. Aber das war sicherlich verletzend. Und ich meine, besonders als ganz junger Mensch war das schwer, damit umzugehen. Ich habe aber einen ganz tollen Kollegen im Rollstuhl querschnitt gelähmt, also der ist mobil massiv eingeschränkt, kann ohne Dritte weder sich fortbewegen, waschen, essen, alleine gar nichts. Und ich war oft bei ihm und er ist so ein positiver Mensch und so in sich ruhender, lebensfroher Mensch. Und ich habe lange Zeit immer mit ihm gesprochen, wenn ich gehadert habe mit meinem Schicksal und musste dann am Ende dieses Gespräches sagen, hey, er ist so mobil eingeschränkt und trotzdem so positiv drauf. Also Michel, hör auf, dich zu beklagen wegen dieser kleinen Bagatelle. Und das hat mir sehr geholfen. Also der Herr ist Jan und ein herzliches Dank. Julia und Jan heute. Hey. Wie lange hat Sie diese Verletzung oder auch dieses Verbergen wollen, diese Angst vor Ablehnung begleitet? War das auch im Berufsleben dann noch da? Das war auch im Berufsleben da, weil ich oft Berufe hatte mit Kundenkontakt. Und da war natürlich auch, sage ich mal, diese Schwelle oder diese Hürde oft hoch. Dieses, man glaubt es kaum, aber ich bin eigentlich sehr ein schüchterner Mensch und ein schüchterner Person. Und das war ziemlich schwer. Damals damit umzugehen, aber irgendwo musste ich mich öffnen. Ich wurde dann irgendwo auch ins kalte Wasser geworfen im Job und hatte eigentlich keine Option, da irgendwo mich zu verstecken. Da wollten Sie es dann auch oder konnten Sie es auch nicht mehr verbergen in dem Sinne? Ja, ne? Genau. Ich habe es schon ein bisschen clever gemacht mit dem Verbergen. Also meine Arbeitskollegen, die wussten das zum Teil gar nicht. Klar, vom gleichen Team schon, aber nicht vom gleichen Arbeitgeber. Und die waren dann irgendwann ganz verwundert, wo ich mich geoutet habe und haben gesagt, was, wir wussten gar nicht, dass du keine rechte Hand hast. Wie haben Sie das dann verborgen? Einfach immer so Hände in die Tasche? Genau, oder? Im Winter war es ein bisschen einfacher als im Sommer, aber ich habe das Recht, ich habe mir natürlich dann so Taktiken zurechtgelegt und da war ich eigentlich recht geschickt drin. Ja, ging einfach von der Hand. 2014 haben Sie dann ein Kinderfoto von sich auf Facebook veröffentlicht, auf dem man sieht, dass Sie keine rechte Hand haben. Wie kam es dann zu diesem Sinneswandel, doch damit rauszugehen?
Genau, wie das heutzutage so geht, alles über Social Media, oder? Ja. Habe ich mir mal gedacht, ja, ich mache das auch via Facebook dazu mal. Und das war natürlich nicht einfach so ein Sonntagnachmittag, es regnet. War das dieses Foto hier? Genau. Mhm. Da war ich natürlich voll unbeschwert und 1,5 Jahre alt und ging damit ganz locker flockig um. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache einen Facebook-Post und oute mich eigentlich so, keine rechte Hand zu haben. Und das Echo war so positiv und so beflügelnd. Erzählen Sie mal, und was kam da? Ja, wirklich. Also du bist ja nicht besser oder schlechter als andere jetzt. Es ist ja nur eine Hand. Und dass ich jetzt heute wirklich vor so tollen Leuten sitzen darf und wirklich lockerflockig darüber sprechen kann, ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst meines Umfeldes, das mich so getragen hat und beflügelt, mal zu sagen, Michel, du hast keine rechte Hand, das ist voll okay. Hey. Ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, all die Jahre, in denen Sie es verborgen hatten, in denen Sie auch Verletzungen eingesammelt haben, kleine, größere, aber viele Nadelstiche, Schmerzen auch, und dann irgendwann gehen Sie raus und verbergen es nicht mehr. Die Zeit des Versteckens ist dabei, wie man sieht, sonst wären Sie heute nicht hier. Wie befreiend ist das jetzt auch? Sehr befreiend, denn ich war irgendwie leid und ich war müde, das immer zu verstecken. Und es ist wirklich wie ein zweites Leben, ein anderes Leben. Wirklich, es ist ein wunderbares Geschenk. Ah, schön. Sie haben Herrn Jung ja schon die Hand gegeben. Sie haben ja heute eine hochmoderne Prothese. Mhm. Wie viel kann die leisten? Was macht sie alles, was auch nicht? Genau, die wird mit Muskelimpulse gesteuert. Ja. Also ich kann nach wie vor den Beuger- und Streckmuskel, Extender und Flexor heißen die medizinisch, bewegen und somit die Hand öffnen und schließen. Und weil Öffnen und Schließen etwas langweilig ist, oder? Habe ich so ein paar Tricks im Smartphone, wo ich 25 Griffmuster aktivieren kann. Beispielsweise mit einer Doppelkontraktion im Unterarm kann ich einen Pinzettengriff ausführen. Mhm. Ist ganz gut zum Popcorn-Glauben im Kino. Ist ein bisschen laut, aber geht wunderbar. Und ich weiß noch, wo ich anfangs geübt habe, einen Ball zu werfen, dass dieser Ball mal nach vorne fliegt und nicht immer nach hinten abfällt. Und Ballwerfen ist jetzt nicht etwas extrem Schwieriges mit einer menschlichen Hand, sag ich mal. Oder diese Button-Down-Knöpfe beim Hemdkragen zu schließen, obschon das ist bei einer menschlichen Hand auch schwierig. Aber irgendwo hat es mich auch irgendwo sensibilisiert. Und diese Hand ist momentan so ein bisschen, diese Handprothese, State of the Art, also das Modernste, wo es in diesem Prothesenuniversum gibt. Genau. Und die deckt lediglich 15% einer menschlichen Hand. Jetzt kann man sagen, ja, lieber 15 als gar nicht, absolut. Mhm. Aber irgendwo hat mich das auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht demütig, aber dankbar gemacht, eine menschliche linke Hand zu haben. Weil morgens, wir stehen auf, die Beine laufen vom Bett zum Kühlschrank, die Hand greift die Cornflakes und die Milch und alles ist so selbstverständlich. Aber wenn man denkt, schon nur so ein Glas Wasser hochzustemmen, ist ein Wunder, was da alles mitspielt. Feinmotorik, Nerven, Muskelimpulse. Und es hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet, was unser menschlicher Körper eigentlich für ein Wunder ist. Genau. Wenn wir uns die Hand genau anschauen, die ist ja durchsichtig. Das heißt, man sieht da jede Menge auch an Technik. Ja. Ich denke, es gibt die auch Hautfarben. Dass Sie sie so haben, wie Sie sie haben, wird ja eine bewusste Entscheidung sein, oder? Genau. Ich habe mir auch gesagt, ich finde es auch faszinierend. Es sind 6 Motoren, also 2 im Daumen und 4 jedem Finger. Und es wäre eigentlich schade, jetzt so einen hautfarbenen Sichtschutz, sag ich mal, drüber zu ziehen und dann nichts zu sehen von dieser Technik. Das ist ja bei der Uhren. Wie der Schweizer Uhr, wenn man alles sehen kann. Da tut man ja auch nicht ein Zifferblatt über den Tourbillon, oder, sondern will das Innenleben sichtbar machen. Und ich habe mir auch gesagt, man sieht es irgendwie dann trotzdem, dass es eine Handprothese ist. Jetzt sieht man halt es schon seit 100 Metern, dass es eine künstliche Hand ist. Beim anderen wäre es vielleicht 50 oder 20 Meter gewesen. Und ich denke, es ist auch für mein Vis-à-vis einfacher, weil dann ist ganz klar,
es ist eine künstliche Hand, eine Handprothese und sonst sieht es so menschlich aus, aber es bewegt sich nicht so menschlich und man schaut immer, schaut weg. Und ich denke, so ist es absolut klar, das ist, und das ist ähnlich für beide, finde ich. Wie sehr ist es eigentlich für uns alle wichtig, Sie haben das schon angedeutet, unsere scheinbaren Defizite zu akzeptieren? Solange wir sie verstecken, ist es ein malignes Geheimnis, also ein bösartiges, wie ein maligner Krebs. In dem Moment, wo wir es damit zu stehen, ist es völlig unbewusst. Sondern im Gegenteil, man kommt hier und sagt, es sieht ja toll aus, wie ein Roboter, kommst du aus Star Wars oder so. Also es wird sofort spannend. Es nimmt die Peinlichkeit weg. Steh zu diesen Dingen. Wie weit sind wir denn in der Gesellschaft im Umgang mit körperlichen und auch psychischen Handicaps? Wir sind weiter als früher. Also das muss man einfach mal sagen. Es ist eine viel höhere Akzeptanz. Was hat man da früher auch behinderte Kinder versteckt? Down-Syndrom oder so, so etwas. Aber das sind wir heute. Das muss man mal ganz positiv sagen. Wir sind ein großes Stück weiter. Und wenn es dann noch so ein schöner Romeo ist, fällt es ja auch gleich. Sie gehen nicht als Romeo auf Tour, aber Sie haben aus Ihrem Handicap trotzdem eine Stärke gemacht und den Superhelden Bionic Man erfunden. Sie gehen als Bionic Man in die Schulen, halten auch Vorträge. Was wollen Sie? Wir sehen Fotos, Sie in voller Montur. Was wollen Sie damit erreichen? Genau. Da, wow, das ist ein Superheld. Sehr cool. Genau. Ja. Nein, ich habe einen guten Kollegen, einen guten Freund aus St. Gallen in der Schweiz und der war lange, lange Zeit in den USA und 25 Jahre lang hat für Marvel und DC Comics gezeichnet, also Spider-Man, Batman, Captain America, wie sie alle heißen. Und wir haben gesagt jetzt, also die Kinder haben mich immer gefragt, hast denn du mit dieser Hand auch Superkräfte? Oder? Ich habe so einen speziellen Finger, da der Indexfinger, das ist eigentlich für den Touchscreen vom iPad. Ah, ja. Und die Kinder haben immer gedacht, das sei ein Spider-Man-Finger, wo so ein Faden rausschnellt, oder? Und die haben mich immer gefragt, hast denn du Superkräfte mit dieser Hand? Und ich habe das anfangs immer verneint und die waren ganz traurig, haben gedacht, jetzt hat der so eine Science-Fiction-mäßig aussehende Hand und nicht mal Superkräfte. Voll öde, oder? Und irgendwann habe ich angefangen und gesagt, man weiß es nicht so genau mit diesen Superkräften und die waren immer voll begeistert, zur Mutter, zum Vater, zur Lehrerin gerannt und habe gesagt, wenn ich groß bin, will ich auch so eine Zauberhand haben. Nein. Und das war eigentlich, waren die Kinder die Inspiration für Bionic Man. Dann ging ich zu diesem Kollegen, dem David Bohler, und wir haben gesagt, jetzt machen wir mal einen Superhelden mit einem Handicap. Aber sein Handicap ist nicht sein Defizit oder seine Schwäche, sondern das ist seine Superkraft, sein Added Value. Und das ist eigentlich ein ganz anderer Mindset als normale Superhelden, sage ich mal, wo eine Begabung, eine Stärke sie zum Superhelden macht. Und hier ist es ein Defizit, eine vermeintliche Schwäche wird zur Stärke. Und das muss nicht eine körperliche Beeinträchtigung sein, das kann eine Lernschwäche, was auch immer für eine Schwäche sein. Wenn man die Optik ändert, kann das zu einer Stärke werden. Danke. Wir haben außerdem eine Stiftung gegründet, um auch Kindern den Zugang zu Prothesen erleichtern. Ich erinnere mich noch an Ihr Erlebnis damals mit 7. Warum ist Ihnen das wichtig? Ich meine, das ist fast selbsterklärend, aber beschreiben Sie es selbst. Nein, es war wirklich ein sehr prägendes Erlebnis mit diesen ganzen Hand- und Beinprothesen. Wir möchten den Kindern innovative Prothesen schenken. Also wirklich aus dem 3D-Drucker, aus Lego-Bricks oder was auch immer. Alle Kinder finden Lego eh toll. Und dass sie mehr einen Peter Pan-Moment haben, statt einen Captain Hook. Und letztlich hat mir ein Vater aus Hamburg geschrieben, der hatte einen 10-jährigen Jungen ohne linke Hand. Und der ging zur Schule. Und ich meine, Kinder sind sehr verletzend untereinander, was auch Mobbing anbelangt. Und dann kann man die falschen Sneakers anhaben, ist man schon ein Mobbing-Opfer. Mhm. Und der stand dort auf dem Pausenplatz. Und dann kamen zwei größere Jungs zu ihm hin und haben sich so aufgebaut und so proletenhaft gesagt, ja, aber du hast ja nur eine Hand und das ist eklig und du bist ein Krüppel, also ganz schlimm. Und dann hat sich dieser Junge, notabene einen halben Kopf oder Kopf kleiner als die beiden, ganz tapfer vor die hingestellt, hat gesagt, ja, ich habe nur eine Hand, aber der Bionic Man hat auch nur eine Hand und das ist ein Superheld, also bin auch ich ein Superheld. Toll. Toll.
Sind Sie heute eigentlich immer zweihändig unterwegs oder manchmal auch noch einhändig? Genau, das ist ein Privileg. Ich kann entscheiden, morgens gehe ich einfach zweihändig aus dem Haus. Jemand sagt, gehe ich mit der Sommer- oder der Winterjacke aus dem Haus. Und ich kann eigentlich, nein, eigentlich bin ich noch oft einhändig auch unterwegs, weil halt viele Dinge trotzdem noch einfacher gehen. Zum Beispiel Schuhe binden geht jetzt wirklich einhändig besser als zweihändig. Ja. Und es ist halt ein gewisses Gewicht auch. Mhm. Diese Hand wiegt fast 3 Kilo, also 2,8 Kilo. Ah, ja. Und ich weiß noch anfangs, wo ich die so 8-9 Stunden getragen habe, habe ich am Abend im Bett Muskeln gespürt, wo ich sonst noch nie gespürt habe. Es ist eigentlich wie eine Hantel, oder? Ja. Und darum bin ich eigentlich ab und zu noch froh, wenn ich da die Handprothese auch abziehen kann. Und ich kann die ganz einfach wie einen Schuh, wie einen Socken abziehen. Ich bin da jetzt nicht verkabelt mit. Und das war auch wichtig, dass ich diese Freiheit auch hatte, irgendwo zu wählen. Und ich habe die selbst adaptiert, also angenommen. Ich hatte lange Zeit andere Prothesen, die sahen nicht so toll aus. Und das ist jetzt wirklich die erste Hand, wo ich 110% adaptiert habe und angenommen. Und letztens hat eine Künstlerfreundin von mir gesagt, die sieht so schön aus, die könntest du im Museum of Modern Art in New York ausstellen. Und das war ein super Kompliment. Würden Sie sich denn heute noch wünschen, Sie hätten eine zweite Hand? Das ist eine tolle, tolle Frage. Ich hatte letztens im Wald, wo ich spazieren ging, hatte ich so mir überlegt, wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und diese gute Fee würde fragen, hast du einen Wunsch frei oder ich schenke dir eine zweite Hand? Und ich hätte mir nichts Sehnlicheres gewünscht, 35 Jahre lang, als eine zweite Hand. Zu Weihnachten, zu Ostern, zu allem hätte ich mir das gewünscht. Muss ich sagen, heute bin ich so weit zu sagen, nein, ist okay, das macht mich eigentlich zum Mischer, wo ich bin. Und ich könnte ja dann ein Bionic-Man auch nicht mehr sein, wenn ich zwei Hände hätte. Und da muss ich sagen, nein, ich habe das wirklich jetzt, ich bin angekommen, ja. Toll. Genau. Vom Glauben an sich selbst, vom Glauben an sich selbst, vielen Dank an Sie, Herr Fornasier, vielen Dank an all unsere Gäste hier heute. Gleich die Matthias Riechling Show. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema folgenreiche Irrtümer. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke.